Joy, wo bist denn du schon wieder? Ich bin weg. Tschüss. Wie weg. Ich, bin, ich könnte jetzt sagen, ich bin schon wieder im Urlaub. Aber, also, wir nennen es mal einfach nicht so. Wir nennen es, ich bin auf einer wichtigen Reise. Ah ja, okay. Ja, also verhältnismäßig von uns beiden bist du definitiv schon wieder im Urlaub, weil ich glaube, zwischen dem Punkt, wo ich das letzte Mal im Urlaub war und du jetzt, warst du schon dreimal wieder weg oder so. Ja, aber wann warst du das letzte Mal im Urlaub, Julia? Ich glaube, auf Bali letztes Jahr, oder? Ja, mit dir zusammen auf Bali. Das war das mein war letzter, dein letzter Urlaub. Urlaub. Boah, das ist schon hm. krass. Das ist schon, aber es ist nicht so gut, würde ich behaupten. Naja, es also ich ist glaube, Juni. Das ja. ist normal, Joey. Naja, Super aber. Super, viele Menschen fahren nur einmal im Jahr in Urlaub. Bin ich früher auch. Ja, aber es ist schon gut, wenn man öfter sich eine Auszeit gönnt, finde ich. Ja, ich weiß. Das macht jetzt ein ganz anderes <laughs> Thema auch. <laughs> ja, Darüber ne? brauchen wir jetzt nicht reden. <lacht> <lacht> ja. Nee, wir sind gerade in Sorry. Portugal. Wir machen eine Woche hier äh, eine, kleine, äh, eine kleine Reise äh, durch die Algarve. Wir haben uns so ein Auto gemietet und fahren jetzt hier so die, die Südküste oh. von Portugal entlang. Das ist so ein, also haben wir schon eine richtig, richtig lange darüber geredet, dass wir das machen wollen. Eigentlich wollten wir das auch schon letztes Jahr machen, das hat dann aber irgendwie alles nicht so geklappt. Und jetzt haben wir gesagt, let's go. Wir machen das jetzt als unseren Sommerurlaub. Wie schön. Das ist cool. Ja. Oha, ich wusste gar nicht, dass sie so einen Roadtrip macht. Ja, es ist kein Roadtrip. Also die Algarve ist jetzt auch nicht riesengroß. Also du kommst da innerhalb von, also du kannst von A nach B, von der einen Seite zur anderen in so zwei drei Stunden fahren. Aber wir haben also. so, okay, okay. <laughs> aber wir haben so, wir haben so ein, äh, wir haben eine Unterkunft, wo wir auch bleiben und von dort machen wir jeden Tag so Daytrips quasi zu einer anderen Stelle ah. und wir wollen vor allem viel wandern. Also es ist so ein Aktivurlaub, weißt du? Richtig krass. Du willst wandern? Ja, ich liebe Wandern. Habe ich das noch nie erzählt? Durch, durch die portugiesischen Berge oder was? Nein, nicht die Berge, aber durch die, also über die Klippen. Weißt du, wie krass das hier aussieht? Man hat das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie heftig ist. Auf unserem Kontinent aussieht, aber das ist so krank, wie riesig ja. diese Klippen hier über dem Meer stehen und du guckst da runter und kriegst dir den Schiss deines Lebens, Julia, weil dir klar wird, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann klatsche ich auf dieses Wasser und mein ganzer Körper zerplatzt auf der Meeresoberfläche. Oh Gott, okay, mach's halt direkt <laughs> komplett schlimm. Aber wirklich, das, so ein Level ist das an Höhe, weißt du, diese Klippen. Das sind Krass, locker 50 Meter, die das aus dem Wasser so ragt. Was? So rote ah. Klippen, das sieht so. Ich dachte, sowas gibt es nur irgendwo in Australien an der Great Ocean Road, aber nee, einfach bei uns hier in Portugal. Man kann ja ah. mit Euro bei, bezahlen. Bei uns, bei uns hier in Portugal. Ja, ich finde sowieso, man sollte mehr etablieren, dass wir, ähm, dass wir uns als Europäer so mehr fühlen, weißt du? Ich habe letztens so eine Karte gesehen, ähm, in welchen Ländern sich ähm, in Europa die Leute eher. Europa zugehörig fühlen, eher ihrem Land oder eher der Region in ihrem uh. Land zugehörig fühlen. Und ich Und? persönlich würde sagen, ich fühle mich am ehesten als Europäer. Nicht als Deutscher, würde ich jetzt behaupten. Weil ich das, weil ich das ganze Konzept von Europa so cool finde. Weißt du? Ja. Also, also ich kann europäische voll Union und so. Wenn man, wenn man drüber nachdenkt, ist das also in Anführungszeichen Konzept Europa <lacht> <lacht> mega cool. Ähm, aber ich habe mich noch nie als Europäerin gesehen. Ich sehe mich immer als Deutsche. Echt? Also ja, klar, ja. ich sehe mich auch als Deutscher, aber ich fühle mich schon irgendwie, also ich fühle mich nicht so, als wäre ich nur in einem Land, das auf dem Kontinent Europa liegt, sondern ich fühle mich halt auch als so länderbund, so wie die Vereinigten Staaten von Amerika, fühle ich mich auch so ein bisschen in Europa so, als wäre ich ein Teil von Europa halt auch einfach, weißt du? <laughs> Also fühlst du dich auch, als wärst du ein Teil von Portugal, als würde dir auch ein Stück dieser Klippe gehören? Na, im Endeffekt, guck mal, durch die Europäische Union haben wir ja extrem viele Vorzüge. Wir könnten jetzt, genau ja. als wäre es unser Land, können wir jetzt einfach hier hinziehen. Weil es quasi, mhm. weil es quasi zu unserem Länderzusammenschluss da irgendwie gehört. Das ist können, schon echt sehr geil. Ja, wir können mit derselben Währung bezahlen. Ähm, man, man, man kann einfach mit einem mhm. Auto hierher fahren. Selbst die Plaketten sehen so ähnlich aus wie, also die Kfz-Kennzeichen. Die haben ja alle dieses Europa, dieses, dieses blaue Ding da. Ja. Ich finde es irgendwie <laughs> geil. Ich es irgendwie cool, dieses Konzept Europa. Und man braucht nicht mal einen Reisepass, um irgendwo hinzukommen. Genau! Also wir einfach ja. mit unserem fucking Personalausweis konnten wir hierher reisen. Wie cool ist ja. das denn? Ey, weißt du, was auch richtig faszinierend ist? Ich bin ja sowieso so ein Freak, was sowas angeht, so alles, was so wenn es so um Geographie geht. Ne? aber ähm, mhm. Frankreich hat ja unter anderem so, eine, so richtig krasse Kolonien früher gehabt, ne? Dass das mhm. absolut kacke war und ganz viel Sklaven und, und so ein Zeug äh, da stattgefunden hat, das ist auch klar. Aber ähm, Frankreich hat noch richtig viele von diesen ursprünglichen Teilen der Welt, die das so erobert hat, und das sind jetzt mhm. ähm, französische Übersee. Gebiete. Und, ähm, und die sind teilweise auch noch EU. Das heißt, es gibt irgendwo in der Südsee so eine Insel, wo man mit Euro zahlt, wo auch noch irgendwie, wenn in Frankreich Hä, der Präsident gewählt wird, da wird auch da hinten noch gewählt. Und ähm, Was? wo man theoretisch auch nur mit seinem Personalausweis hinfliegen kann, ohne Reisepass. So als andere auch Ende der Welt. So, auch wenn du so zwölf Stunden fliegst, ja. aber du brauchst nur deinen Ausweis. Ja, das genau, weil es offiziell lustig. Frankreich ist. Ist es nicht crazy? Das ist echt krass. Wo ich mir aber auch denke, also ich mein, ey. ich... meine, der Hintergrund look, davon ist jetzt nicht so schön, aber so an yeah, sich ist es schon ganz in witzig. Hm, ja, kann äh ich sagen? Nein. <laughs> es ist kann interessant. Man nicht. <lacht> interessant <lacht> ist ja. Hier, ja. Aber ich denke mir auch so, also äh, zum Beispiel Holland hat auch noch so ein paar Inseln in der Karibik. Und, ähm, und dann denke ich mir auch so, Leute, gebt doch mal den Leuten ihr Land zurück da. Also es soll ich jetzt langsam mal vorbei ja. hier. Was soll denn das? Das ist echt komisch. Aber ja. ähm, so für uns Europäer hat es natürlich auch ein paar Vorteile. Ne? Immerhin brauchen wir unseren Reisepass nicht, wenn wir hin wollen. Auch richtig unnötig. Also ja. bringt uns irgendwie gar nichts. Vor allen Dingen sind das wahrscheinlich alles Inseln, wo wir eh, also das sind jetzt wahrscheinlich keine Urlaubsinseln, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für Inseln oder Gebiete das sind. Kennst du da irgendwas von Aufzählen? Äh, ja, in, in der Karibik kenne ich viele. Also äh, Saint Martin ist ein französisches mhm. Über Überseegebiet. Das teilt sich, das eine Insel, die wird unterteilt in einem holländischen Teil und einem französischen. Und das eine heißt St. Martin und das andere heißt Saint-Martin. Also einfach nur anders ausgesprochen, oh, weil es andere Gott. Sprache sind. Und dann, warte mal, gibt's noch, ähm, es gibt es noch äh, es gibt Guadeloupe, hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist so eine Insel in der Karibik. Mhm. Und irgendwas, irgendwas noch. Ach, krass, und das ist noch alles französisch? Das ist alles französisch, kannst du mit Euro da bezahlen. Das ist so komisch. Fliegst, fliegst, fliegst du zehn Stunden irgendwie hin, dann kannst du mit Euro zahlen. Ja. Oder hier äh, La, äh, La Réunion im äh, Indischen Ozean vor, der, äh, vor Madagaskar gelegen. Ist auch so eine, bei Mauritius da, so eine Insel, die ist Was? unglaublich schön. Da will ich auch unbedingt mal hin, weil das so eine krasse, da ist so krank viel Dschungel und so richtig, ähm, ja so richtig krank tropisch und noch so halbwegs natürlich so, da ist nicht alles zugebaut und so. Das soll unglaublich schön da sein. Und das ist auch einfach ja. ein Teil, ein, so quasi ein richtiger Teil von Frankreich. Sag mal, hast du irgendeine Doku auf dem Flug geguckt oder wie kommst du da jetzt aber immer drauf? Boah, Julia, ich, ich wirklich, wenn es um sowas geht, ne, bin ich so ein Freak. Ich habe da so viel Wissen dazu. Ich habe letztens bei meinen Eltern, so peinlich, bei meinen Eltern habe ich diesen <laughs> alten alexander Geographie, ähm, wie nennt man das, Atlas, so einen Atlas, Atlas wiedergefunden. Ja. Und ich habe mir den dann so aufs Bett gelegt, wo, so damit ich abends, wenn ich, ähm, wenn ich dann quasi so nichts mehr zu tun habe, dass ich dann einfach für zwei Stunden, bis ich schlafe, diesen Atlas durchblättern kann. <laughs> Oh mein Gott. Och Mann, wie, das ist irgendwie, irgendwie klingt das voll schön und voll cool. Und ich ärgere mich immer darüber, dass mich sowas nicht interessiert. Ich könnte das nicht. Das ich, nach zwei Minuten würde ich denken: Ja, gut, und dann mach ich jetzt. Ja. Das finde ich doof. Kennst du das, wenn du gerne dich für etwas interessieren würdest, aber tust du halt leider nicht? Ja, aber dafür interessiere ich mich halt nicht für Nägel. Und du kannst dir da stundenlang irgendwie was ja, angucken, wow. wie das geht. Ja das gut, ist, es ja ist ja jetzt ein blödes Beispiel, weil wenn du <laughs> es gegenüberstellst, klingt es ein bisschen cooler, wenn man so Erdkunde weil also kann, anstatt Nägel. Aber es ja. gibt ja auch noch andere intellektuelle Sachen, die dich ansprechen, von denen du vielleicht noch gar nicht weißt. Zum Beispiel das ganze Geografie-Thema. Das ist bei mir noch viel krasser erst ähm, äh, hochgekommen, seitdem ich äh, mir seit letztem Jahr viel mehr Zeit nehme, so in meiner Freizeit einfach. Ah, ja. Weil dadurch, also wenn du dir Zeit für dich nimmst, ent, äh, ent, also, ähm, entdeckst du ja überhaupt dein Interesse. Dann erfährst erst deine du, entdeckst du erst dein Interesse. Ja, das stimmt. Ja. Voll. Deswegen... Well. Einfach mal vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und dann weißt du auch, was dir gut tut. <laughs> ja, du hast ja recht. Ich weiß es doch schon. Ja. Es ja. ist okay. <laughs> so, ja. wie ist es denn jetzt? Naja, ja seid ihr jetzt da? Es ist der... Zweite richtige Tag und eigentlich der dritte, aber am dritten, also, also am ersten sind wir halt nur angekommen, waren irgendwie voll fertig, haben was gegessen sind ins Bett gegangen. Ähm, ja, super. Und gestern haben wir erstmal hier so einen Überblick uns verschafft, ähm, um zu gucken, okay, wo, wo sind wir hier, was gibt es hier so? Viel da rumgelatscht einfach und heute ist der, der erste richtige, richtige Tag, aber jetzt sitze ich mhm. halt hier in dem Podcast auf. <laughs> und Klasse, es, ist, es ist vor allem erst für mich 10 Uhr, äh, es ist 10 Uhr jetzt, seitdem wir aufgenommen haben. Und ich hatte Och, so ja. einen richtig stressigen Morgen, weil wir so früh aufnehmen mussten, weil Julia schon wieder nach Scheiß Bayerisch zählen muss, weißt du? Also, Entschuldigung, aber dass du mir sagst, <laughs> 10 Uhr ist mir zu spät, äh, zu früh. Ja, es ist Urlaub. Ja, wann stehst du denn auf? Ja, im Urlaub stehe ich dann auf, wenn ich aufwache und nicht, wenn der Wecker klingelt, meine gute. Ja, und wann wachst du auf? Trotzdem um acht. Ja, ich bin um acht aufgewacht. So, acht Uhr. Ja, 15, siehst ich. du. Also, wo ist hier die Problematik? Ich sehe da keine. Ich hätte noch mal einschlafen können, Fräulein. Und außerdem ja. musste ich ja auch noch in Ruhe frühstücken. Und weißt du, was es nicht war? In Ruhe. <lacht> <lacht> Boah, ich muss dir eine ja, Sache erzählen, weißt die ich Ich muss ja keinen Podcast mit mir haben. Musst du ja, nicht. ja, oder du nimmst ja einfach mal ein bisschen mehr Freizeit, Fräulein. Du willst doch sonst immer um 11 Uhr aufnehmen so früh. Jetzt mache ich das hier mal mit dir und dann ist es auch wieder falsch. Weißt du, ich hätte auch heute Morgen nach Bayerisch Zell fliegen oder Julia, fahren können. Julia, merkst du, ich, ich brauche einfach schon wieder jemanden, den ich voll meckern kann. ich <laughs> hatte ich ja, zu lange ich merk nicht. Ja, ich merke das. Ich werde hier auch schon wieder sauer. Ich breche hier gleich ab. Ich habe vorletzte Nacht Wolfgang richtig krank zugemeckert. Also, ich habe ihn geweckt, um ihn anzu. anzu also, so richtig voll zu sabbeln, wie scheiße alles ist. Das muss ich ja gleich auch noch erzählen. Aber Hä? was mich heute schon wieder tierisch aufgeregt hat: ähm, Kennst du das, wenn du in so, Rest, äh, in so Hotels bist und du gehst zum Frühstück und dann musst du ja, am Anfang steht ja da irgendwie so ein Empfangsmensch und dann musst du deine Zimmernummer dort sagen, bis du, bevor mhm. du da quasi eintreten kannst, um quasi dein, dein Frühstück da zu essen. Und seit neuestem, also seit den, vielleicht seit zwei Jahren erfahre ich das, dass da immer dann diese Person, die da am Tresen steht, der du dein, deine, ähm, deine Zimmernummer sagst, dass die, dann, dass die dich dann mitnimmt, so quasi, und du ihr folgen musst und sie dir dann so, so einen Platz zuteilt, wo ich mir denke: Bitch, ich möchte selbst entscheiden, wo ich hier mein Frühstück esse und ich möchte nicht, dass du mir hier vorschreibst, an welchem Tisch ich sitzen muss. Ich finde das so richtig, wie nennt man Hä? das, das ist übergriffig. Geht nicht. Ja. <laughs> beim Frühstück finde ich das auch sehr nervig. Also beim, beim Abendessen in dem Restaurant fuckt mich das auch andauernd sehr ab. Ich war, ich war letztens mit Matthias in Brügge. Und äh, da waren wir auch in so voll coolen Restaurants und die hatten aber im hinteren Teil, waren die nur cool. Und vorne waren die scheiße und die haben uns immer nach vorne gesetzt, die Wichser. Oh, das darf ich nicht sagen. Entschuldigung. Hast du Wichser gesagt? Ja. Das ist okay. Da ist es gerade mit mir durchgegangen. Die machen ja auch nur ihren Job. Es tut mir leid. Aber ich habe das auch, ähm, in, ähm, in Köln gibt es so einen geilen Balinesen, den haben wir letztens erst gefunden. Und mhm. ähm, der hat so einen übelst schönen Hinterhof, aber alles so in dem Restaurant drin, also so indoor. Das sieht so scheiße dort aus. Also du hast so gar keinen Bock, dich da hinzusetzen. Und es ist wirklich immer so, wenn wir da reingehen und dann sagen die, ja, Hinterhof ist voll, dann gehe ich einfach auch wieder, weil ich gar keinen Bock habe, mich da sonst reinzusetzen. Echt? Ja. Ja, okay. Ich glaube, ich, äh, letzte Woche war Marvin zu Besuch, relativ kurzfristig mhm. und ich so, ja, wir müssen unbedingt zu dem Balinesen, der ist so lecker, du wirst es lieben und so und da gibt es so die ein dieses Gericht und da weiß ich ganz genau, du wirst es lieben und bei Marvin weiß ich das genauso und, <laughs> ähm, und habe ihn so übelst heiß drauf gemacht, und dann gehen wir da rein, die sagen so, Hinterhof was voll, ich so, Marvin, wir müssen jetzt leider gehen, er so, hä, aber hier ist doch voll viel frei hier drin, ich so, nein, wir gehen jetzt. <laughs> Die tun mir wirklich das ist gegangen. Nicht dein Ernst. Ich will da nicht sitzen, das ist mir unangenehm irgendwie, weil da drin sitzt halt niemand und draußen sitzen alle und da sitze da ganz alleine da drin, ist nichts für mich. Vor allem im Sommer. Hä? W Bin weil du da alleine sitzt, willst du da nicht sitzen oder weil du es hässlich findest? Ja, und ungemütlich. Beides. Es sitzt ja niemand Gut, drin, weil also, es ungemütlich Joey, ist. Wir gehen da vor oder nach unserer Liveshow gehen wir da mal zusammen hin und dann werde ich das mal analysieren wie hässlich und ungemütlich das ist und ich bin mir sicher da kann man eigentlich ganz gut sitzen ja okay vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen aber ich wollte nur sagen ich kann relaten damit was du gesagt hast so das ist alles okay. was ich eigentlich sagen wollte ja aber hattest du das jetzt schon mal in einem Hotel zum Frühstück dass du da an so einem Platz ähm, dass dir so, ein, so einfach so ein mm. Tisch zugeordnet wurde und dann musstest nee. du da sitzen Nee, beim Frühstück finde ich das auch total albern. Das ist doch so ein Riesenraum meistens, wo ja. tausend Tische sind. Kannst dich da hinsetzen, wo du willst. Was soll das denn? Ich denke mir auch so: Hä, also beim Frühstück ist das ja in einem Hotel relativ normal, dass du mit irgendwas, irgendwie mit einem Glas Orangensaft oder so, deinen Tisch dann markierst. So, bevor du dir dein, ja. dein, dein, dein Essen holst. Oder du legst wenigstens dein Handy da auf den Tisch oder sowas. So irgendwas, mhm. Sonnenbrille. Und, ähm, und dann weißt du halt, welcher Tisch ist belegt und welcher nicht, selbst wenn da niemand sitzt. Ja. Und dann, dann, weißt du, dann schickt die uns an so einen Tisch, der so. Am weitesten weg vom Fenster ist. Und ich bin halt jemand, der schon ganz, ganz gut Wert auf Helligkeit so legt, weißt du? So, ich möchte ganz gerne so wenigstens so in, 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 in der Entfernung so aus dem Fenster gucken können. Und dann, mhm. dann, dann leitet die uns in so eine Ecke da rein an so einen Tisch. Und ich dachte mir so, Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe eh nur kurz Zeit zum Frühstück. Jetzt will ich wenigstens einen schönen Ausblick haben. Ja, aber dann sag doch was. Hast du ja. nicht gesagt? Nein, doch, ich habe was gesagt. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich setze mich an den Tisch, wo ich hin will. Und bin dann einfach gegangen. So. Und dann ist sie uns aber hinterher. Joey, Und dann das ist nicht dein Ernst. Das hast du nicht so gesagt. Du hast nicht zu der Frau gesagt, nö, Nein. ich setze mich dahin, wo ich will. Nein, ich habe zu ihr gesagt, sorry, I found another table that I like more. Can I please go there? So halt. Und dann meinte hey, okay. sie, all right, no problem. Und dann gehe ich da hin und an diesem Tisch ist original nichts. Kein Handy, keine Sonnenbrille, kein Orangensaftglas, nix. Und dann kommt da eine andere und sagt, yes, yeah, sorry, but you can't sit there. Ich so, warum? Um, there's another client that I um, put there, so um, you can't sit there. Und ich so, ja, aber hier ist doch nix. Yeah, but still, um, sorry, you can't sit there. Richtig blöd, die Alte. Und dann musste ich mich dann doch wieder in meine dunkle Ecke setzen. Und deswegen war ich sauer. <laughs> Ich finde das so. so also, armes, armes Mäuschen. Ja, es ist ja nicht schlimm. Aber ich denke mir so, wie, warum macht man so einen Aufriss für einen scheiß frühstück Ja, Das verstehe ich. Das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist. Ähm, also, mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich das doch schon ein paar Mal hatte, aber immer nur, wenn ich in so fancy Restaurants bin. Ich glaube, das ist eigentlich. Ach, äh, Restaurants, in so fancy Hotels. Ähm, das ist eigentlich was, was die als Service machen. Das ja. Das ist, glaube ich, was Positives. Aber ich finde es auch scheiße. Ja, also. Dass du dir halt nicht selber was suchen musst, sondern dass. Ja. Ja, ich denke mal, die meisten Leute sind ja. auch so gestrickt, dass sie da keinen Wert drauf legen. Und die meisten wollen halt dann wahrscheinlich so, wenn die Boah, so richtig, wenn die so richtig Urlaub, Urlaub haben, wollen sie, die wollen so gar nicht nachdenken, vielleicht auch. Und denken sich so: Ja, okay, wenn jetzt sogar die, die Tischwahl von jemand anderem übernommen wird, geil. Muss ja noch weniger irgendwie meinen Kopf anstrengen. Nee. Vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, wir sind jetzt nicht, auch nicht also in so einem Fancy-Hotel. Wir sind im Vier-Sterne-Hotel. Ist, äh, ist jetzt nicht Kacke, ist wirklich ein schönes Hotel, aber es ist jetzt auch nichts, was so absolut drüber ist, weißt du? Ja, aber vier Sterne sind ja manchmal auch schon ganz schön fancy. Ja, aber ganz ehrlich, vier Sterne müssen es halt schon sein. <laughs> ja, weißt du, Joey, wenn du halt äh, dir selber den Tisch aussuchen willst, musst du halt in Zukunft wieder in ein Drei-Sterne-Hotel gehen. Hä, <laughs> hey, wie oft warst du <laughs> schon in ein Drei-Sterne-Hotel? So vier Sterne ist doch schon so eher der Standard, wenn man was Schönes haben will. Wenn man sich nicht ja, über irgendwas Dreckiges in der Dusche aufregen will oder... Irgendwie, wenn du nicht nur irgendwie so, so, ein, so ein Müsli zum Frühstück haben willst und das war's an Auswahl. Ja, es kommt drauf an, wo man ist. So in Österreich zum Beispiel, da war ich schon ganz oft in einem Drei-Sterne-Hotel, weil es da auch teilweise nicht ja. mehr gibt. Ja. Oder die mit, mit mehr Sternen sind dann halt wirklich so richtig überteuert. Und an manchen Orten will ich auch gar nicht so ein Fancy-Hotel. Aber ja, äh, keine Ahnung. Jetzt an bestimmten Orten, so wie, wie Malle oder so, da sind vier Sterne fast ja auch schon. Wie drei in Deutschland, ja. Ja, genau. Also, ja. das kannst du ja gar nicht so richtig vergleichen. Also, ich denke mir so, wenn es jetzt irgendwie mehr als eine Woche ist oder wenn es eine Woche oder mehr ist, dann müsste es auch ein Vier-Sterne-Hotel sein. Wenn du nur so zwei Tage auf der Durchreise bist, dann kann es auch mal ein Drei-Sterne-Hotel sein oder halt irgendwie eine Zwei-Sterne-Hotel was, was für ein Proll-Talk wir hier gerade <laughs> halten. Das ist ganz peinlich. Ist das so schlimm? Ist das nicht ich mehr relatable? <laughs> nee, überhaupt nicht relatable. <laughs> Ich fürchte, ehrlich gesagt, nicht. Ja, wir sind halt, wir sind halt eingebildete Leute, sorry. Wir, wir, wir ja. haben es jetzt gerade am eigenen Leib gespürt. Ja, aber hallo. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Die sich gefällig selbst an ihren Platz setzen wollen. <laughs> ja, genau. Hä, hey, aber warte, du hast mich einfach nur gefragt, wie es hier ist, ne? Ist schön. Ja. Ist schön. Ja, schön. Aber ich muss und ist das Bett weich genug oder hast Bot. du dir noch einen Topper dazu geholt? Das Bett ist richtig bequem. Ist richtig geil. Schön. So, Wolfgang das hat gar keine mich. Hüftprobleme. Wunderbar. Er ist auch nicht in dem Alter, wo er welche haben sollte. Ich habe jetzt aber auch wieder gemerkt, wir haben hier ein Kingsize-Bett. Und ähm, ich habe jetzt gemerkt, ich muss ganz dringend ein neues Bett für uns zu Hause bestellen. Ich kann Was es ist Kingsize? Kingsize ist, glaube ich, 1,80. Ah, okay. Und ihr habt 1,60, ne? Das ja, ist Ja, wir Queen haben zu Hause 1,60, genau, ja. Das geht nicht mehr. Warum eigentlich? Warum ist das kleinere Bett wieder Queen-Size? Was soll die Scheiße eigentlich? Ist echt so, ne? Warum ja, ist die Frau jetzt schon wieder... Ganz ehrlich. Ich glaube, weil Frauen im Durchschnitt einfach auch kleiner sind. So ja, wahrscheinlich schon. Und das Queen-Size-Bett ist halt kleiner. So vielleicht ist es diesmal gar nicht ganz so sexistisch. Genauso wie das dämlich. Das hat ja auch nichts mit Dame zu tun. Ja. Obwohl ich da immer noch nicht der Meinung bin. Das klingt irgendwie ein bisschen zu sehr danach. Ja, aber es kommt, vom, es kommt vom irgendwie mittelalterdeutschen Dämeln. So wenn du rumdämmelst, dann, dann Ja, das sagen du dich so die albern. jetzt nur. Ich sag's dir, die haben nur eine Ausrede gesucht. Ich habe mir das jetzt so aber das. gemerkt, das ist jetzt in meinen Kopf eingebrannt und ich möchte dämlich weiter benutzen, weil ich finde dieses Wort toll. Okay? Okay, Entschuldigung. Und du hast ja gar nichts zu melden mit deinem Wichser. <laughs> Ja, hast du auch wieder recht. <laughs> Ey, es ist aber richtig krass. Ich hätte gedacht, hier in Portugal sind richtig viele deutsche Touristen. Aber man hört hier ungelogen vielleicht zweimal am Tag einen Deutschen. Und sonst ist aber hier es ist auch, sind auch noch keine Ferien. Ja, aber trotzdem gibt es ja auch Leute, die nicht mehr zur Schule gehen und reisen, weißt du? Also es sind ja jetzt ein ja, aber weniger oder nicht? Ja, es ist aber nicht hier so, sind schon so, dass sobald Ferien sind, überall alles voll mit Deutschen ist. Also ich muss schon sagen, hier hört man so wenig Deutsch und so viel Englisch. Also hier ist alles voller Briten und man hört Pass. so Portugiesisch ein bisschen, aber ansonsten auch Französisch höre ich hier kaum was. Und ich glaube, das ist hier so richtig dieser dieser Partyort von, von den Briten. Ich glaube, das, was für deutsche Malle ist, ist ähm, Portugal die Algarve-Küste für, für Briten. Oh, das kann sein. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Ja, da so Engländern Party machen, ist doch schön. Boah, weiß ich jetzt nicht. <laughs> Ihr geht keine Party machen? Nee, hier ist, also wir sind hier im Wanderurlaub, Julia. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Zeit Party ja. zu machen. Stimmt. Boah, ich habe aber wirklich, ich habe mal wieder richtig Bock auf so einen Partyurlaub irgendwie. Ja. Beziehungsweise, was heißt mal wieder? Ich habe noch nie einen Partyurlaub gemacht so richtig. <laughs> ich auch nicht. Ich war noch nie. Äh, doch einmal war ich mit einer Freundin auf, äh, am Ballermann, aber da waren wir dann auch nur einen Abend. Ähm, aber ich habe noch nie so einen richtigen Partyurlaub mit meinen Freunden gemacht oder so. Da habe ich irgendwie richtig Lust drauf. Nee. Ich will das mal machen. Habe ich auch nicht, aber ich glaube, das würde mir auch spätestens am dritten Tag auf den Sack gehen. Ich glaube, das. Ja, da, mir musst, wahrscheinlich auch. Du musst halt voll sein dafür, dass es geil ist. Und du musst halt auch schon frühestens um elf anfangen zu trinken, dafür, dass so ein richtiger Partyurlaub auch, auch cool ist. Und ich glaube, das würde mir so krank auf die Nerven gehen nach dem dritten Tag. Ja, also so richtig viel. Also, nee, weiß ich gar nicht. Meinst du, dann muss man die ganze Zeit Alkohol trinken? Denk ja, es kommt, na, es kommt darauf so an, auf was so du. Kommt drauf an, wie du Partyurlaub definierst. Aber ich definiere das jetzt so, so Ballermann-Malle-mäßig. Und ich glaube, das kriegst du nicht hin ohne Alkohol. Ich glaube, das ist auch einfach nicht ja, cool nee. ohne Alkohol. Ja, das glaube ich auch. Aber auch so auf so einem Boot oder so. Das wäre doch auch total cool. Lass mal auf ein Boot und dann, und dann auf so ein Partyboot. ist doch cool. Hast du nicht gerade gesagt, mit deinen Mädels? gehöre ich dazu, ja? Ja, du gehörst <laughs> okay. dazu. <laughs> okay. Dann lass mal so ein Mädels-Partyurlaub machen. Bin ich dabei. Ich mache auch Ander und Mädelsabend mit Poppy, mit meinem Hund. Ja, siehst du, dann machst du den Mädelsabend jetzt bald mal mit mir und meinen Freundinnen auf dem Partyboot auf Ibiza. Okay, aber nur wenn diese eine dabei ist, die sich da im Club in die Hose gepinkelt hat, okay? Dann komme ich zu 100% mit. Joey, ich weiß nicht, haben wir das in meinem Podcast erzählt? Ist das gerade eine. Also ja, das haben wir komplett erzählt in einem der ersten Folgen. Haben wir das Folgen? nicht rausgeschnitten? Nein! Aber wir haben Sicher? ihren Namen nicht genannt. Ich glaube, wir haben das rausgeschnitten. Nein, wir gesagt. haben. Nein, Julia, wir haben das nicht rausgeschnitten. Ich weiß noch, das war eine der ersten Folgen ah. und meine Mutter meinte so: Boah, jetzt hat mich der Podcast total gefesselt, als Julia diese diese Story erzählt hat von dieser von diesen, von dieser Freundin, die sich eingepisst hat im, im Club. Da war ich voll drin. Seitdem liebe ich euren Podcast. <laughs> Ja, okay, gut. Dann habe ich vielleicht nur darüber nachgedacht, ob ich ihr den Gefallen tue, es rauszuschneiden. Aber naja. Ja, die kommt auf jeden Fall mit. Das ist meine Partyfreundin. Also das so heißt, so. sie hat das wahrscheinlich noch nie gehört, ne? Sie weiß gar nicht, dass wir darüber geredet haben. Nee, die weiß das, glaube ich, nicht. <laughs> ist auch Arme. nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm, Joey. Das muss sie auch nicht erfahren. Das wenn ist, sie ist schon das, in Ordnung. Wenn sie das dann irgendwann weiß, dann war es das vielleicht auch mit der Freundschaft. Ist sie das bewusst, Julia? Nein, nein, nein. Solange ich nicht ihren Namen sage, ist es ja alles in Ordnung. Okay. Weiß ja keiner, wer sie ist. Ich habe die auch noch nie auf Social Media gezeigt. okay, sehr gut. Ja. Das ist alles alles in Butter, Ja, aber ganz ehrlich, also wenn das so, wenn es so vier, fünf Tage sind, dann bin ich dabei bei einem, bei einem ähm, Partyurlaub. Aber so alles drüber ja? ist, glaube ich. Oh. Nee, alles drüber macht doch auch kein Mensch. Ja, oder wir hängen noch so drei Tage Spa dann hinten dran. So weißt du, dann noch so dieses Re-Recover-Ausnüchtern oder was? <laughs> ja, genau. So richtig schön ganz Tag Sauna und Whirlpool und so, so Masken mit, äh, mit, mit Gurken auf den, auf den Augen. Hätte ich auch mal Bock drauf. Mhm. Ja, okay. Ein komplettes Kontrastprogramm. Ja, genau. So Detox ja, sobald, einfach. Sobald ich meinen Drehplan habe für den nächsten <laughs> äh, Frühlingblock, werde ich mal schauen, wo so ein Wöchchen frei ist und dann machen wir einen Partyurlaub, würde ich sagen. Wirst du mal schauen, wann du das übernächstes Jahr irgendwann mal dazwischen ja. quetschen kannst, ne? <lacht> genau. <lacht> Nein, vielleicht wird es ja was. Ich finde es cool. Ja. Mehr schon cool. Aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Naja, egal. Nächstes Thema. Joey, gibt es irgendwas Spannendes, was bei dir so passiert ist die letzten Tage? Hast du dich irgendwo auf die Fresse gelegt oder so? Es ist ähm, es ist was, was richtig Krasses passiert, Julia. Echt? Und zwar habe ich Geil. so mehr oder weniger, ohne wirklich sau viel drüber nachzudenken, einfach wieder mit YouTube angefangen. Und es ist verrückt, was das ausgelöst ja! hat. Ja! Ja, oh mein <laughs> Gott! Das ist so irre. Ich saß. Ja, Leute, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Joey hat wieder ein YouTube-Video hochgeladen. Das ist so cool. Einfach am Fre Freitag war das, oder? Oder am Samstag? Am Freitag war das ja. Am Freitag, einfach random kam ein YouTube-Video von Joeys Jungle online. Ja. Und ich habe es mir sofort angeguckt und ich musste die ganze Zeit so grinsen. Es war so schön, dieses Video zu sehen, weil man gemerkt hat, wie viel Spaß du dran hattest und wie glücklich du warst. Und auch, es war komplett anders, ja. das Video als alles, was du jemals auf deinem Kanal gemacht hast. Aber es war trotzdem so toll zuzugucken und ich glaube, allen anderen hat es auch richtig gut gefallen. Also ich habe wirklich nur Positives gelesen. Es war einfach ja. toll. Ich finde es halt krank, wie... Ähm, wie viele Leute da irgendwie so geschrieben haben, so, oh mein Gott, wie cool, das ist so, das ist so schön zu, äh, zu, zu sehen, so schön, dass, dass ich jetzt mm. wieder irgendwie mit Videos von dir rechnen kann, wie viele sich darüber gefreut haben. Ich hätte null damit gerechnet, ich schwöre es dir. Ehrlich mehr. nicht? Also, klar hatte ich damit gerechnet, dass einige Leute sagen, wie cool, dass Joey wieder back ist, aber dass so so viele Leute so krass, also wirklich, wenn man sich die Kommentare durchliest, denkt man sich so, oh Leute, jetzt, jetzt übertreibt er aber auch mal nicht so, also ist jetzt langsam wirklich Quatsch. Manche so, oh mein Gott, ich bin. Seit 20 Minuten nur am heulen. Ich vor, vor Freude natürlich, wo ich mir so denke, ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, glaube, ich, ich glaube, du unterschätzt das, wie viele Leute äh, wirklich so von wie vielen Leuten du der ein richtig großer Teil des Alltags warst und auch des, des persönlichen so Entertainments und irgendwie, wie viele Leute dich auch wirklich so als Internetfreund oder sowas gesehen haben, den sie immer jede Woche zugeschaut haben und an dem sie super viel Spaß hatten. Also, ja. das, ich, mich wundert das gar nicht. Ja, das war so eine Riesenrealisation und natürlich fühle ich mich voll geehrt und das macht einen natürlich ja. auch extrem glücklich, wie viele Menschen man. Mit etwas glücklich machen kann, was einem ja auch einfach super viel Spaß gemacht hat, überhaupt zu produzieren. Und es ist so verrückt, weißt du? So, ich habe jetzt mm. beim Dreh dieses Videos einfach nur darauf geachtet, darauf Wert gelegt, dass während ich es drehe, während ich quasi meine Arbeit mache, indem ich ein Video aufnehme, dass ich währenddessen so viel Spaß wie möglich habe und so viel Freude daran. Und dann auch ja. noch zu sehen, dass so unglaublich viele Menschen das auch gleichzeitig glücklich machen. Das ist so ein, es fühlt sich fast. Paradox an, weißt du? So du machst etwas, ja. was dir extrem viel Spaß macht und das hat dann auch noch einen extrem positiven Effekt und du denkst dir so, hä, irgendwas stimmt hier doch nicht. <laughs> ja, es ist wahrscheinlich auch schon alleine einfach diese Realisation, dass es, dass es gehen kann, weil du dich ja so lange ähm, davor fast gedrückt hast, einfach das zu machen, worauf du, worauf du Lust hattest, sondern weil du immer gedacht hast, du musst den Leuten das geben, was sie immer kriegen und was sie wollen, ja. aber ja. im Endeffekt ist es vielleicht auch einfach so, dass super viele einfach gerne an den glücklichen Joey zu gucken. Voll. Ja, das war, das war schon krass. Das ist doch total ich, schön. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich lese auch wirklich so jeden Tag immer wieder so die, die neuesten Kommentare und denke mir das ist so, crazy, ich fasse ich es nicht. Aber ich muss mich auch so ein bisschen so, ich muss auch mich immer wieder zurückerinnern so daran, von wegen ähm, nicht zu viel, nicht zu viel sich da wieder reinziehen lassen. So ist immer noch mhm. wichtig, dass ich so, ähm, dass ich quasi auch Den wieder Abstand dazu war. Den Abstand, ja. genau. So, damit ich mich nicht wieder so krass von Zahlen und sowas beeinflussen lasse. Das darf auf keinen Fall nochmal so passieren da jetzt mal, ja. aber ich glaube, das habe ich ganz gut unter Kontrolle und ähm, jetzt kommt ab und zu halt mal wieder ein Video von mir. Vielleicht habe ich meine Kamera ja. ja auch mit hier in Portugal. Uh. Ehrlich, hast du? Es ist verrückt, Julia, auf einmal wirklich die letzten anderthalb Jahre. Immer wenn irgendjemand darüber geredet hat, so ja, stell dir jetzt mal vor, ein YouTube-Video zu drehen, dachte ich so, boah ne, gar kein Bock. So um mhm. Gottes Willen niemals. Und auf einmal ist es so eher so ein also, es fühlt sich überhaupt nicht mehr schwer an oder sowas, sondern es fühlt sich eher sogar an, als, als, als wäre alles besser, wenn ich es filmen würde, so weißt du? Das ist so mhm. verrückt einfach. Ja, weil du wieder den, den Spaß und äh, die Leidenschaft daran zurückgefunden hast, wahrscheinlich. Das, was früher mal das Ding war. Ja. Es Warum ist crazy. du überhaupt damit angefangen hast. Ja. Du brauchtest vielleicht einfach nur den Abstand dazu, äh, diese ganzen negativen Seiten und die negativen Gefühle, die du dazu aufgebaut hast, mit der Zeit wieder loszuwerden und. Jetzt äh, kannst du endlich wieder einfach nur so Spaß dran haben, wie du es am Anfang hattest. Ja. Ich finde es aber voll krass. Mein, ähm, mein einer Psychologe sagt, mein einer Psychologe von den vielen, der sagt immer, ähm, <laughs> wenn man so in einem Extrem ist, ähm, in, in einer bestimmten Sache, die man tut, und die dann plötzlich beendet. Dann ist es ganz normal, wie bei auch einem Pendel, was so schwingt, dass, wenn dieses Pendel quasi an der einen Seite ganz extrem ist, dass es ganz normal ist, dass es dann erstmal zur anderen Seite, äh, ganz zum anderen Ende der, der anderen Seite schwingt, quasi von einem Extrem zum anderen. Und mhm. dass es ganz normal ist, dass man dann in die andere Richtung so komplett ausschlägt, bis sich das dann mhm. irgendwann so ausgependelt hat und du bist wieder so in der Mitte vom Pendel, weißt du? Und ich glaube, an ja. dem Punkt bin ich jetzt gerade so. Erstmal nach ganz viel Video drehen kam ganz wenig oder gar nicht Video drehen. Und jetzt, ähm, jetzt habe ich irgendwie so meinen Weg gefunden. Und jetzt kann ich wieder loslegen. In der Mitte. Voll schön. Ja. Dann bleiben wir jetzt auch in der Mitte. Bleiben wir jetzt in der Mitte. <lacht> Super. <lacht> <lacht> Ey, Joey, ich habe eine. Es ist gar keine Story, es ist auch keine Realisation, aber. Ich wollte da irgendwie mal drüber reden und Gott. zwar ist mir das in letzter Zeit öfters aufgefallen, nein, es ist überhaupt nicht so wie äh, es sich jetzt anhört. Ich habe in der letzten Zeit ist mir öfters aufgefallen, dass ich manchmal in der Öffentlichkeit, wenn ich mit irgendwelchen Leuten bin, aus Versehen pupse. <laughs> das ist eine tolle Realisation, oh schön, schön, ja. dass du das mit uns teilst. Nein, warte, warte. Liegt vielleicht an der Milch? Und Nein, keine Ahnung, woran es liegt, aber manchmal passiert es, dass ich einfach so random beim Dreh oder wenn ich irgendwo bin mit irgendjemandem oder irgendwas ist, keine Ahnung, ist ja scheißegal, dass ich dann Pupse und man das auch, also dass ich, ich höre das auch. So, so ein kleiner kleiner Pupsi kommt dann so aus und du? Aber so, Wie ist der so ungefähr vom Ton her? Ist das immer so der gleiche? Ist das so ein <laughs> oder ist das eher so ein langsam, so <laughs> so mäßig? <lacht> <lacht> Eine Mischung aus beidem. Es ist eher so ein. So, ah ja. So, ja. so ein kleiner, kurzer, weißt du? So ein süßer, wo man nicht der, sauer sein kann so, drüber. Genau, so ein süßer, der so aus Versehen einfach kommt, weil man kurz nicht, weil man kurz losgelassen hat. Aus Versehen, ohne zu wissen, dass überhaupt was kommt, weißt du? Oh, voll du? süß, ja, ich würde dich jetzt gerne umarmen. <lacht> <lacht> ich finde es so toll, wenn man zu seinem Bübsen steht. <laughs> nee, das, das ist ja jetzt meine Frage. Und jedes Mal war es so, dass ich mich dann so umgeguckt habe ob sie wohl gehört hat und, <laughs> und niemand hat drauf reagiert. Und jetzt ist meine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Ignorieren die Leute das einfach? Oder hören sie es wirklich nicht? Was würdest du machen, wenn du so einen kleinen Pups von jemandem hörst, <laughs> den du so kennst, aber den du jetzt auch nicht, also der jetzt nicht ich, also so dein ja, guter nicht so Freund Best ist so mäßig ist? Genau. Ja. Also, bei dir, also bei dir würde ich zu so 100% thematisieren, auf witzig angelehnt einfach, <laughs> weil ich auch <laughs> ja. weiß, es kommt so bei dir an, wie es ankommen soll. Also wie ich es äh, wie meine Intention war. Weil ich weiß so, ja. ich, will, ich weiß, dass du weißt, dass ich dich nicht irgendwie jetzt dumm machen will damit oder sowas, sondern dass ich es einfach natürlich total in Ordnung finde und, ähm, und es einfach witzig finde. Ich finde ja. aber generell auch, das, den Geräusch von 14 finde ich unglaublich witzig. Wirklich, du, es muss jemand putzen <laughs> ja. und ich muss lachen. Es ist einfach verrückt. Ja, eben. Und die Leute, die ziehen halt. die ver verziehen keine Miene. Ja, aber. Und ich würde ja, immer sofort loslachen. Aber es gibt ja auf der anderen Seite, gibt es ja auch wirklich Leute, die regen sich da. also die, die, die finden das halt. die verstehen, dass das mal passiert, aber finden das schon eher eklig und haben da jetzt nicht so Bock drauf. Mhm. So, und. Ähm, und ich glaube, weil einfach bei vielen Leuten die Angst besteht, wenn ich jetzt furze, vielleicht ist da jetzt irgendjemand dabei, der das wirklich eklig findet und der sich, ja, der sich jetzt unangenehm deswegen fühlt. Ich glaube aus dem Grund ist es halt eher so der Tenor in unserer Gesellschaft, dass man so tut, als hätte man es nicht gehört, um die Person nicht in irgendeiner mhm. Weise in ein schlechtes in, in, der, der Person ein schlechtes Gefühl zu geben, weißt du? Und ja. ich glaube, ich würde, wenn du jetzt jemand wärst, den ich nur so ein, zweimal im Jahr sehen würde ich glaube, dann würde ich es auch einfach ignorieren. Würdest du es auch ignorieren, ne? Ja. ja. Es ist Und einfach ich so. Ich habe mich nämlich dann jetzt, die letzten Male habe ich mich so gefragt, es klingt so, als würde das so einmal die Woche passieren. Das ist jetzt auch nicht, vielleicht so alle zwei Monate oder so. Ja, aber, ja. Äh, ja doch, aber letztens ist es mir zweimal passiert. Wie zweimal <laughs> passiert? Innerhalb von welcher Zeit? <laughs> Innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Keine, ich weiß es nicht, egal. Ähm, deswegen habe ich Blege. jetzt drüber nachgedacht. <laughs> Ja, ich weiß auch nicht, was los war. Irgendwie konnte ich mich, mich nie unter Kontrolle gehalten. Nee, und dann habe ich so überlegt, es hat ja Safe jemand gehört. Warum? Weil mich juckt das ja eigentlich nicht. Mhm. Warum mache ich nicht selbst einen Witz draus dann in dem Moment? Ah, könnte aber auch. Weil, man halt, weil man halt nie weiß, wie die Leute reagieren, ne? Ja, weil vielleicht... Man einfach weiter, weiter ignorieren, ja. Das ne? Ding ist ja auch, du weißt nie zu 100 Prozent, haben sie es jetzt gehört und ignorieren es oder haben sie es vielleicht wirklich nicht ja, gehört. So Und wenn du es dann Problem. thematisierst... Dann machst du ja wirklich dann auch noch alle darauf aufmerksam. Und dann ist es halt nochmal weird, weil dann hören also dann, dann wissen es Leute, die es eigentlich gar nicht wussten, ne? Und dann mm. denken die so, ja, warum hat die das jetzt erzählt? Das ist halt so, wir sind halt so erzogen, dass wir es wegignorieren. Ich glaube, daher kommt es, unsere Gesellschaft hat uns vorgelebt, wie wir damit umgehen. Und deswegen ist das halt einfach so. Das ist, glaube ich, so wie in unseren Kopf reingebrannt. Außer du, du wirkst wirklich aktiv dagegen und sagst, nein, ich bin jetzt ein anderer Mensch, ich werde das jetzt immer thematisieren und so weiter. Und ich glaube, mhm. dann kannst du auch dein Umfeld sensibilisieren, was das angeht. Also Zum Beispiel ähm, ähm, mein, mein Manager, mit dem ich sehr, sehr lange zusammengearbeitet habe, der Dan, der hat da immer, mhm. der hat immer, wenn der gefurzt hat, hat er das komplett thematisiert und hat selber voll drüber gelacht und so. Und der hat das irgendwie so geschafft, dass es... Ähm, dass man mitlachen musste, dass man es irgendwie sympathisch fand, dass er geputzt hat. <laughs> das war wirklich, der hat ja. aus jeder peinlichen Situation etwas Positives gemacht und das hat dann irgendwie dazu auch beigetragen, dass man sich so, ähm, dass es wie so ein Safe Place war. So, du, du wusstest so, mhm. egal was du hier, was dir hier rausrutscht, ähm, das ist gut aufgehoben, weißt du? Also es geht auch ja. so. Das ist schwierig. Ja, voll. Da musst du aber auch erstmal an den Punkt kommen, irgendwie. Weißt du, wo mir das auch letztens passiert ist? Mhm. Bei Ju. <laughs> Nur bei Ju? <laughs> <Drew? lacht> oder so? Ich saß. Nein, nein. Ich saß. Ey, das ist eigentlich so bekloppt, dass ich das hier gerade im Podcast erzähle. Aber irgendwie, <laughs> weißt du, ich will erfahren, ob er das mitbekommen hat oder nicht. Weil mich wurmt das, ob er das weiß, dass das passiert ist oder nicht. Aber wir saßen, ich glaube so um 23 Uhr oder so, saßen wir zusammen vorm Computer und er hat mir irgendwas von ChatGPT gezeigt oder so. Mhm. Und dann ist mir so äh, in so einer Bewegung. Ist mir das so rausgerutscht. <laughs> und es war aber alles leise, weißt du? Aber er hat einfach weiter an seinem Computer so rumgeklickt und irgendwas weiter erzählt. Und dann dachte ich so, ah krass, ich glaube, er hat es nicht gehört. Nee, dann thematisiere ich es jetzt nicht. Ja. Weißt du, weil sonst hätte ich es halt, sonst hätte ich was gesagt. So, aber trotzdem, es war so in so einem Moment, wo er wirklich, er hat nicht mit der, mit, mit keiner Miene gezuckt. Nee, mhm. mit keiner, sagt man das so? Ja, er hat keine Miene verzogen. Er hat mit keinem. Mit keinem Teil seines Gesichts gezuckt. Ich bin auch schlecht ja, in was Sprichwörtern. Auch was auch immer, egal. Auf jeden Fall hat er halt wirklich absolut keine Regung gezeigt. Und dann dachte ich so, ah ja, okay, hat es nicht gehört. Aber jetzt frage ich mich die ganze Zeit, hat er es wirklich nicht gehört? Ja, wahrscheinlich hat er es gehört, wenn ihr alleine wart und alles war ruhig und dann kam in der Bewegung. Ja, oder er kurz. dachte, das wäre der Tisch gewesen. Aber ich war Ja, genau. Hä, <laughs> 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 hey, aber das Ding ist, also. Hättest du in irgendeiner Form gemerkt, er hat es gehört? Wie hättest du denn das dann thematisiert? Das ist ja dann auch, also halt, wie thematisierst du es? Cool. Ich, keine oh, sorry, ich habe gerade irgendwie doch... Verblähung. <laughs> <So. lacht> mit Juice ist mir an sich egal. Ich glaube, da hätte ich einfach gesagt, upsie. Ja. Oder ja, so, weiß ich nicht. Hättest du auch gleich sagen keine... können? Weißt du, aber es jetzt hört ja nicht? Voll... Ja, nee, aber der hat, der hat keinen nicht reagiert. Da dachte vielleicht, ich, nicht, dann lass sie jetzt. Weißt du was, vielleicht sollten wir das etablieren. Immer wenn wir irgendwie vor anderen furzen und wir denken uns so, ah, könnte jetzt unangenehm werden, dann sagen wir so, nein. Wir sagen einfach direkt so, oh, sorry. <laughs> oh, sorry, kam jetzt einfach so. Weißt du, wenn du das dann machst, das ist ja dann irgendwie trotzdem süß oder Upsi oder sowas. Ähm, ja. und, und trotzdem hast du dann nicht mehr diesen Gedanken die ganze Zeit im Hinterkopf von wegen, hat das jetzt gehört, hat er das nicht? Wie denkt er wohl darüber? Ja, ne? der denkt jetzt, ich bin ein ekliger Mensch? So, weißt du? Also Ju, falls du das hörst... Ich möchte jetzt, dass du Julia eine Sprachnachricht machst und ihr ausführlich erklärst, ob du es gehört hast oder nicht und wie du reagieren würdest, wenn du das. Ähm wenn, wenn ich so hören würde, guck mal bitte, wie ich unterm... Ich wollte gerade sagen, wie viel Grad sind es bei dir, Julia. Das sieht ja crazy aus. Ey, Leute, für die, die es jetzt gerade nicht sehen, ich habe gerade unter meinen Top geguckt und ich habe den übelsten Boob-Sweat ever. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, heißt das Boob-Sweat? Ja, heißt Dieser es. Dieser Begriff war mir nicht so. bekannt bis eben. Ja doch, es ist so eine richtige es ist so eine richtige Linie unter meiner Brust. So, <laughs> Wie du das jetzt Scheiß. auch... Ich, 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 ich merke es gerade, du, du fängst gerade schon an mit diesem neuen Ich. Du thematisierst einfach unangenehme Dinge so direkt und ja, dann ist es, es auch nicht mehr du? unangenehm. Einfach eben, mal zu seinem Bootswag stehen. <laughs> ja eben, ich, ich leg direkt <laughs> los. Nein, es ist scheiße warm hier drin, Alter. Ich bin unter dem Dach im Zimmer von meiner Schwester im Dachgeschoss und es ist einfach scheiße warm hier. Mir ist warm hm. und ist, man sieht's. Ich glaube, ja, es ist auch egal. in Deutschland gerade wärmer als in, äh, in Portugal. Wir haben hier 23 Grad heute Höchsttemperatur. Und Echt jetzt? Ich glaube, bei dir sind es 31 oder sowas. Ja, ja, es ist so scheiße warm hier drin. Ich hätte auch einfach in den Keller gehen können. Ich bin auch eine hohle Fritte. Egal. Jetzt müssen wir hier <laughs> mit, meinem, mit meinem Tittenschweiß leben. <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ich liebe die neue Julia. Weiter so. Ich bin stolz auf dich. <laughs> ähm, haben wir jetzt das Furzthema Vielleicht schreibe ich Ju einfach von alleine. Vielleicht schreibe ich ihm einfach, hey Ju, ich habe letztens gepupst. Hast du es gehört? Nein, weißt du was? Unsere Community macht das. An alle Genervten da <laughs> nein, draußen. Nein, nein, nein. Ihr nein. schreibt jetzt Ju eine DM so von wegen, ey, jetzt, jetzt antworte mal bitte Julia, wie du zu, zu ihrem Furz standest. So. Und, sag, und mach ihr auch mal so ein gutes Gefühl von wegen, so furzen ist immer erlaubt bei, in seiner Gegenwart. Aber vielleicht findet er es auch ganz eklig. Nein, Und dachte nicht so in dem Moment, oh, Julia! Ja, aber glaube ich nicht. Ich glaube, Juice und Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch. Ganz ja, okay. ehrlich, ich verstehe die Leute auch nicht, die das so schlimm finden, weil jeder furzt und jeder kackt. Meine Güte. Das ist doch einfach nur unangenehm, <laughs> wenn man es nicht thematisiert. Wenn man so tut, ja, als würde man das alles ausschwitzen oder sowas. Es gibt ja wirklich so viele Leute, die einfach extrem viel Wert darauf legen, dass niemand in ihrem Umfeld mitbekommt, dass sie kacken. Also sorry, aber... Ja, ne, das finde ich auch krass. Und ich habe auch früher, war das auch so, da war es mir unangenehm, wenn man mich Pipi machen hört auf einer öffentlichen Toilette und jetzt denke ich so, hä? Macht ihr alle anderen, die gerade auf der Kabine, die in der Kabine sitzen, macht das doch gerade auch. Aber das ist immer, bescheuert. Aber ich weiß nicht, wie oft du es machst, aber ab und zu, so, so dreimal im Jahr kommt es auch vor, dass ich auf einer öffentlichen Toilette auch groß muss, weißt du? Und, ähm, ja. Und ich hatte das, ich, ich haue es einfach raus. Ich hatte das jetzt letztens am Flughafen, als wir äh, vor zwei Tagen losgeflogen sind. Schön, Flughafen köln bonn Oh, und jetzt mal großes Shoutout: die haben richtig gutes Klopapier. Das ist richtig schön sanft. <laughs> Toll! Und es, hat, also es ist so richtig, so von den Lagen her es ist das so perfekt. Das ist so richtig stabil. Hat richtig Spaß gemacht mhm. mit meinem. Pops abzuwaschen, zu wischen. Schön, das freut <laughs> mich. Und auf jeden Fall dachte ich so, am Anfang ist immer so kurz unangenehm und du denkst dir so, boah, mhm. jetzt muss ich hier, ich merke, also ich habe, man sieht ja, wenn die Kabinen belegt sind und denkt man sich so, oh, jetzt sitzen die da so ganz, ganz heimlich da auf dem Klo und äh, hören, da kommt jemand Neues und jetzt machen sie erstmal ihr Geschäft nicht weiter, weil es irgendwie, keine Ahnung, weil der das dann hören könnte oder keine Ahnung, solche Gedanken mache ich mir dann und dann gehe ich da drauf mhm. und denke so, oh, jetzt wird es unangenehm gleich, jetzt hören die das alle und dann hat aber neben mir voll einer losgeschissen so richtig laut. Ich dachte mir so, yes, danke, Bruder. Und dann konnte ich auch loslegen. Dann war es nicht mehr schlimm. Geil, okay. <laughs> ja, so soll es ja auch eigentlich sein, weil am Ende machen wir es ja eh alle. Ja, genau. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn da mal so ein, so ein kleiner Durchfallpups mit dazwischen ist. Ja, sehe ich nämlich auch so. Ja. So. So. Thema unser, abgehakt. Ja, haben Danke. wir unser Fäkalthema mal wieder hier ordentlich einbauen können und gleichzeitig ja, was Gutes genau. für unsere Gesellschaft Ja, genau, ich dachte, das getan. muss mal wieder sein. Ah, nee, Joey, kennst du das? Was kenne ich? Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das ist eigentlich übel random gerade. Aber <laughs> kennst du dieses Gefühl, wenn du aufs Klo musst und dann kurz vor der Toilette, wenn du wirklich davor stehst und dir eigentlich schon die Hose runterziehen willst, dass du dann plötzlich tausendmal mehr aufs Klo musst und denkst, du platzt? Ja, kenn ich, kenn ich. Ja, okay, cool. Nächstes Thema. Dann <laughs> ich kenne das aber auch. Ich habe ja manchmal eine schüchterne Blase und, ähm, ja. äh, und, und meistens klappt das auch ganz gut, dass ich halt auf öffentlichen Toiletten pinkeln kann. Aber manchmal, wenn was da ist so... Eine schüchterne Blase, was heißt das? Wenn ich manchmal, wenn viele Leute mit im Raum sind, die auch pinkeln. Und es so sehr öffentlich sich für mich anfühlt, dann kann ich manchmal nicht. Und, ähm, und wenn jetzt zum ah, Beispiel okay. da so, ähm, das ist halt meistens bei Stehklos so. So Stehklos oder Urinale, die haben ja, die sind ja meistens so einfach so random im Raum nebeneinander und du pinkelst so komplett öffentlich neben anderen Männern. Und es ist ja. halt, es ist halt ein, also für mich ist es so ein bisschen befremdlich manchmal, wenn diese Klos sehr nah aneinander stehen und auch äh, zum Beispiel keine Trennwand dazwischen ist oder so. Man fühlt sich halt so. Finde ich als, auch ganz seltsam. Es ist halt so ein Gruppenpinkeln. Also in dem Fall bin ich wirklich froh, dass ich eine Frau bin und nicht an so ein Urinal muss, weil das finde ich auch irgendwie komisch, dass du <laughs> ja. so neben, direkt neben einem Fremden, nicht mal einen Meter neben einem Fremden stehst und ja. ihr da beide euren schnippi auspackt und um die Wette pinkelt. Ja, manchmal berührt, aber man sich, auch lustig. manchmal berührt man sich, manchmal berührt man sich so an den Armen, auch so eng steht man Echt? nebeneinander. Ja, das ist so richtig crazy. Also ja, klar okay, in den meisten Klos nicht, aber es ist mir schon passiert. Und manchmal, wenn ich dann neben mir einen habe, wo ich merke, der struggelt gerade, weil der kann auch gerade nicht lospinkeln, weil es auch für ihn unangenehm ist. Dann passiert das bei mir auch, dass es für mich unangenehm ist. Und manchmal habe ich dann schon, ich bin aufs Klo gerannt, weil ich so dringend musste. Und dann kam diese Situation, unangenehm, und auf einen Schlag hat es sich so angefühlt, als wäre in meiner Blase nichts mehr drin. Als, wär, als müsste ich Krass. zu null Prozent auf Toilette. Und dann, Aber das ist doch auch eine Situation, kannst du einfach ansprechen. Ja, und so von wegen, na, hast du auch gerade Probleme beim Pinkeln. So, hä? <lacht> <lacht> das macht man ja auch nicht. Okay. Ab der, nee, kann man doch nicht ansprechen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja, hab. das, ist schon das ein geht bisschen nicht. So komisch. Nee, <laughs> Boah, ich war das aber auch nicht. jetzt hier, äh, als wir gelandet sind, war ich hier in, in Portugal am Flughafen auf Toilette. Und ich habe. Also, jetzt auch völlig random, hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, nur weil es halt Toilette war. Ich habe die Tür mhm. aufgemacht, um rauszugehen und ich habe mir die Tür komplett vor meinen Kopf geschlagen. Ich weiß nicht, was da mit mir los war, aber ich habe die so doll vor meinen Kopf geschlagen, dass meine Brille runtergefallen ist, weil die so von diesem Rückstoß dann so runtergeschmissen ge wurde einfach. Ach du Scheiße, also richtig fett gegen die Birne geknallt, oder? Ja, was? ich habe mir komplett die, die Türkante gegen den Kopf geknallt. Keine Ahnung, was da los war. Ey. ey Julia, ich habe aber richtig viel Scheiße, die mir passiert ist für dich. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Obwohl es ist eigentlich jetzt gar nicht so viel Scheiße, die mir passiert ist, es sind, einfach, einfach witzige Sachen, die mir passiert sind, wo du dir so denkst, hä, was soll das denn? Ja jetzt los! Ja, okay, es gab also. lange keine Scheiße mehr, die uns passiert ist irgendwie gefühlt. Ja, siehst du, und deswegen ist es nämlich auch gut, dass ich ab und zu solche Reisen mache, weil da passiert immer so viel. Das ist super. Ja. Das ist einfach. Aber warum passiert bei mir nichts? Ich bin auch die ganze Zeit unterwegs. Ich pup's nur Leute an und du sollst als wäre nichts. Finde ich aber auch ein spannendes Thema. Von daher ist es total okay. Ja, stimmt, eigentlich schon. <laughs> also pass auf. Wir waren in, äh, wir sind von Köln geflogen am Flughafen und äh, wir standen gerade im Check-in-Schalter, um unser Gepäck abzugeben. Und da mhm. stand so eine Frau hinter uns. Die war jetzt nicht unfreundlich oder sowas, aber sie hat sich natürlich so überhaupt gar nicht für mich interessiert, der vor ihr in der Schlange stand, ne? Also so, ich, ich ja. war ihr scheißegal, <laughs> so, weißt du? Mhm. Also ist aber auch, warum sollte ich auch in irgendeiner Weise was für sie bedeuten, so? Die, wir kennen uns nicht, komplett fremde Frau. Mhm. Und dann, ja. ähm, dann stehen wir da schon ungefähr eine Viertelstunde an in dieser Schlange und dann kommen irgendwann so Mädels, so um die 20 ungefähr, ähm, und stellen sich auch in die Schlange, sehen mich und freuen sich so übelst, aber voll auf lieb. So, also es war jetzt nicht unangenehm, kam dann zu mir und meint so, hey Joey, wie lustig ist das denn? Hi! Und oh mein Gott, ist ja witzig, dass wir dich jetzt hier am Flughafen treffen ähm, und haben nach einem Foto gefragt, wir haben ein Foto gemacht und danach noch so ein bisschen gequatscht. Ich so, ja wo, und wo geht's jetzt hin? Und sie so, ja nach Portugal. Und ich so, ja dann sitzen wir im selben Flugzeug, wird doch lustig so. Und dann, weißt du? Das war Geil. total sympathisch. Dann haben wir uns Tschüss gesagt. Sie standen an, wir standen an. Und dann kommt diese Frau, die hinter mir steht, kommt dann so an oh mich Gott. dran und tippt mir so auf die Schulter und sagt, warte, ich muss es vorlesen, weil es so lustig war, wie sie das gesagt hat. Auf Ey, einmal sowas ist, sie so, ist immer das Unangenehmste. Ja? ja. Auf einmal ist sie so mega interessiert an mir, obwohl ich ihr vorher komplett am Arsch vorbeigegangen bin. Auf einmal so, also, ich muss jetzt einfach mal ganz blöd fragen, ne? Sie sind jetzt also so eine... Öffentliche Person oder wie? <laughs> so richtig nervig oh. einfach. <laughs> Aber wie lustig auch ausgedrückt. Ja, so richtig so. Sie wollte so richtig korrekt sein. Und sie hat sich dann, also sie fand, das, sie fand mich dann auf einmal total interessant und ähm, mhm. hat mich dann die ganze Zeit nicht mehr in Ruhe gelassen. Und wie läuft denn das so? Und Boah. also, das ist jetzt dann aber auch nur so ein halber Urlaub, ne? Weil man ist ja die ganze Zeit irgendwie dann doch am, am, am Content machen und sowas. Und weißt du, so hat oh die Gott. mich dann so richtig belagert dann. Ja. Die war trotzdem nett, ne? Aber die war dann so richtig, ich finde das immer so weird, wie diese Mut so switch bei den Leuten. Auf einmal merken die, das ist eine Person, die man kennt in irgendeiner Form. Und dann selber will man das ja auch gar nicht, dass das an die große Glocke gehangen wird. Und dann ist das immer so richtig. Dann habe ich damit zu tun gehabt, das die ganze Zeit runterzuspielen, von wegen ist keine große Sache. Und sie so, ja, aber die haben sie ja jetzt so richtig auch gekannt und die wollten ja sogar ein Foto von ihnen. Das ist ja schon verrückt. Ne? Ich so. Äh, ja, ja, ist schon cool. <laughs> so, weißt du, was, sag, was sagst ja, du dazu? Das ist immer so eine komische Situation, vor allen Dingen, wenn es Leute sind, die einen nicht kennen und die dann auch noch fragen: Ja, was machen sie denn? Ja, so, genau, und dann am das Ende hatte kommt ich auch dann, schon ganz oft. Und am Ende kommt dann immer dieses. Ja, es tut mir jetzt auch wirklich wahnsinnig leid, aber ich kenne sie überhaupt gar nicht. Und ich ja, dann so, das ist auch immer das Beste. Und da musst du immer so sagen, gar kein Problem müssen sie ja auch nicht. So ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ja, so als wärst du dann sauer, dass sie dich nicht kennt. Ja, genau, also wirklich. Ja. Es ist immer wieder so eine richtig, richtig cringe Situation. Ja, voll. Man weiß auch nie so richtig, wie man das erklären soll. Vor allen Dingen ab einem bestimmten Alter der Person ist es auch irgendwie schwierig. Ich hatte das mal, da war ich im Zug, saß so neben so einem Mann und habe die ganze Zeit mein Video geschnitten. Und der hat die ganze Zeit schon so komisch rübergeguckt und irgendwann kamen dann wirklich so äh, Mädels zu mir und haben mich angesprochen. Ja. Und dann habe ich ein Foto mit denen gemacht und dann hat er sich irgendwann, nachdem er dann weiter eine halbe Stunde gefühlt auf meinen äh, Laptop geglotzt hat, <laughs> ähm, getraut mich zu fragen, was ich denn da mache und wieso diese Mädchen mich kennen. Und dann hat der wirklich, ich saß im Zug von ähm, mir zu Hause nach Berlin, und das dauert so vier Stunden oder so, ja. und das war halt wirklich nach einer Stunde, dann musste ich drei Stunden, hat er mich Scheiße. nicht mehr in Ruhe gelassen und wollte die ganze Zeit mit mir übers... YouTuber sein, übers Schneiden, über die neue Generation, über das alles sprechen und hat irgendwie auch noch über seine Tochter geredet und so. Ich dachte die ganze Zeit so. Ah, ja, die Kinder, Töchter sind dann auch immer Thema. Videos schneiden. <laughs> auch also, wirklich so können wir vielleicht ein Foto machen? Meine Tochter kennt sie vielleicht. <laughs> so, das oh, ja, hat sich auch. Das ist auch geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber an sich ist es ja auch ganz süß und die sind ja, ja meistens total nett. Also genau. an sich Wer, ich weiß, das auch gar nicht schlimm. wer weiß, ob ich nicht auch so reagieren würde, wäre ich sie gewesen. Und vielleicht hätte ich mich ja, auch so nervig ehrlich, dafür interessiert, dann auf einmal. Ja, was heißt nervig? An sich ist es ja cool, dass sie sich dafür interessieren und ja auch nett und so. Sonst beschwere ich oder denke ich mir immer so, es ist voll schade, dass Menschen nicht mehr so einfach miteinander reden und so normal ja, quatschen, sondern sobald du dir fremd bist, äh, guckst du dich höchstens böse an in Deutschland. Und wenn man es dann mal macht, dann regen wir uns auch wieder darüber auf, dass, dass es gemacht wird. Das ist auch bescheuert, weißt du? Aber es hatte irgendwie bei ihr. So ein, so einen ganz kleinen bitteren Beigeschmack, weil sie halt vorher mich so komplett ignoriert hat, weißt du? Ich war so, also sie war auch nicht in irgendeiner Weise dann so. Ich, ich wäre niemals mit ihr ins Gespräch gekommen, wäre ich nicht in irgendeiner Form eine bekannte Person gewesen. Und das ja, ist aber so andererseits, warum soll sie denn mit dir reden davor? Oder? Ja, aber sie kann sich auch mit mir über andere Sachen unterhalten. So, es gibt ja immer irgendwas. So, na, wo fliegen Sie so hin? So, was machen sie so? Keine Ahnung. Sind sie auch so <laughs> ja, okay, spät dran wie das ich? stimmt. Theoretisch gibt es ja immer einen Grund, sich mit jemandem zu unterhalten. Und irgendwie dadurch, dass sie das dann so thematisiert hat, war das dann halt so, habe ich mich dann so ein bisschen wieder wie das Tier im Zoo gefühlt und sie. Ach so, ja, okay, ja. wenn das so gemacht wird, dann ist es halt unangenehm. Vor allen Dingen, wenn das so, so ein bisschen so famegeierhaft rüberkommt. Weißt du, sobald so es halt bisschen. jemand ist, der bekannt ist, das ist dann ist es so. Ah ja, jetzt kann ich ja auch zurücklächeln, wenn sie mich anlächeln, wenn sie Ja, genau, sind. genau, so ein bisschen so war mäßig. das. Aber auch jetzt nicht ja. extrem übertrieben, so dass ich mir dachte, boah, was bist du denn für eine blöde Bitch? Also es war voll okay. Ähm, mhm. Ich habe sie dann auch aus Versehen so ein bisschen... Beleidigt, weil sie, so, weil sie ja dann so meinte, so ja, ist total krass irgendwie, dass ich noch nie von ihnen gehört habe. Ich so, ja, gar kein Problem, mhm. müssen sie ja auch nicht. Ähm, und dann habe ich so gesagt, ja, das ist ja eh heutzutage so, dass von verschiedenen Altersgruppen halt unterschiedliche Medien konsumiert werden. Die, die Mädels waren ja noch relativ jung und die Älteren gucken ja halt auch einfach eher Fernsehen. Und dann guckt sie sich so an und dacht sich so, oh Scheiße, ich bin jetzt gerade die Ältere, die er meint. Und dann hatte sie auch noch so <laughs> gesagt, ja, aber also wir gucken auch ab und zu mal auf YouTube vorbei. <laughs> so oh, nein. Sorry, oh nein, ja, aber wie du bist unangenehm, halt, die Arme. Du bist halt trotzdem eine Oma für mich, im Gegensatz zu den anderen Mädels, die mich gerade angesprochen haben. Wie alt, wie alt war die denn ungefähr? Also was schätzt du die? Keine Ahnung, 50 vielleicht. Ja, okay. Ja, aber dann ist es auch nicht schlimm zu sagen, die Jüngeren und die ja. Älteren. Weil wenn die jetzt auch hätte 30 sein können, dann, aua. Aber ja, genau. Nee, so, ja. so jung war sie jetzt wirklich nicht. Aber sie hat sich halt ja, so ein bisschen... Sie hat sich natürlich ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt. Aber war auch okay, ich habe mich auch ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt. Deswegen alles gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Mir ist noch mehr passiert, Julia. Ähm, Geil. Es, ist, es ist ein bisschen Zeit vergangen, ungefähr zwei Stunden später. Wir sitzen gerade im Flugzeug und ähm, das war so, ähm, so ein relativ kleines Flugzeug mit, äh, drei, Setz, äh, mit drei Plätzen <laughs> an der einen Seite und drei äh, sitzen. Warum lachst du? Weil ich mich an, gerade an das Bild erinnern musste, was du mir geschickt hast. Jo Joey hat mir nämlich äh, im Flugzeug, ich habe ihn nämlich gefragt, ob wir vielleicht live zusammen den Podcast aufnehmen wollen und dann schickt er mir so ein Bild aus dem Flugzeug, <laughs> ähm, was dann die Frage mit Nein beantwortet hat, aber dementsprechend habe ich auch gesehen, dass seine Knie einfach in dem Sitz vor ihm gehangen haben. Ja, die haben, also du kann, die haben quasi ein Loch reingebohrt in den Vordersitz. Ja, genau. Die waren quasi schon durch den Sitz durch. So wenig Platz hattest du. Ja, also das sah irgendwie schmerzhaft aus, muss ich sagen. Also, es ist ja eigentlich auch wirklich nichts Neues, aber wirklich Ryanair, mit denen wir geflogen sind, ist wirklich das Allerniedrigste, was du an Komfort haben kannst in einem Flugzeug. Das ist ja, das wirklich stimmt. so heftig. Du hast nicht mal in diesen ähm, Sitzen vor dir so äh, kleine Taschen, wo du so Zeug reinstecken kannst. Das ist ja eigentlich wirklich jetzt nicht zu viel verlangt, dass du irgendwo mal ein Handy <laughs> hinstecken kannst oder irgendwie sowas oder eine Wasserflasche. Du hast nicht mal diese. Ja, die Sitze Netze. sind auch so komplett aus Plastik. Die Sitze sind auch so komplett aus Plastik und da ist nur so eine kleine Schicht äh, so Stoff drüber, ja, ja. damit es so aussieht, als wäre es bequem. Aber es ist halt eigentlich nur ein Plastikstuhl. Es ist wirklich ist so lustig. fucking Unbequem. Aber andererseits, andererseits bezahlst du dann halt auch nichts. Ne? Ja, genau. Also. Und für so, eine, für, so, für so einen Flug, der nur ein paar Stunden geht, ist es halt auch okay. Also da braucht man jetzt auch nicht den Komfort. Wie lange fliegt man eigentlich nach Portugal? Drei Stunden, zehn Minuten sind wir geflogen. Ach, krass. Ja, also es, ja, gut. dafür war es total okay. Um, also ich würde ja. es auch wieder machen hierher mit Ryanair zu fliegen, aber es ist wirklich, <laughs> es ist halt wirklich crazy. Du kommst da rein, dir so, oh, so this is gonna be my comfort for the next three hours. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall ja, um, saßen wir am Fenster, das heißt am Gang saß neben mir noch eine Person. Also Wolfgang saß ganz links am Fenster. Wie du auch immer Flugzeugstories hast, ne? Ja, ist hat sich schon wieder jemand <laughs> nee, mir mich angefurzt? Nimm hat dich angefurzt. Wolfgang saß am Fenster links, dann saß ich in der Mitte und neben mir saß noch jemand und dann kam der Gang. So, und mhm. dieser Typ war super, super nett, der hat mich richtig oft rausgelassen, damit ich pinkeln kann und so musste eigentlich nur einmal pinkeln. Ähm, aber ja, der, okay. der war wirklich super nett und, ähm, und hat sich auch nicht zu breit gemacht oder sowas. Es gibt ja manchmal so Leute, die machen sich da so richtig breit und du denkst dir so, als jemand, der in der Mitte sitzt, so wow, danke dafür. Ähm, aber da okay. war so ein richtig netter. Aber der war super müde und musste ganz dringend Schlaf nachholen und der ist quasi sofort nach Start eingepennt und hatte aber irgendwie, der war, der ist allein geflogen und war in so einer, der hat sich so gefühlt, als würde gleich irgendwas Schlimmes passieren können, weil ich habe den einmal aus Versehen am Bein berührt mit meiner Hand, weil ich einfach so meine Hände so äh, ähm, unter <laughs> meine Hände so quasi unter den, diesen kleinen Tisch hatte, wo mein iPad drauf stand, wo ich gerade die neue Black Mirror Staffel geguckt habe und ähm, und habe den mhm. dann aus Versehen wirklich so mit meinem Handrücken so ganz ganz leicht am Bein berührt. Und der ist aus seinem Schlaf rausgerissen worden durch diese kleine Berührung und ist so übelst, so übelst aufgeschreckt und so gezuckt. So wirklich so, als wäre gerade die heftigste Notfallsituation in seinem Leben da. Und er müsste so richtig panisch sich vor sein, äh, sein Leben retten müssen, weißt du? Ja. Das weißt du, was voll krass ist? Hast, du die, hast du die neue gemischte Hackfolge gehört? Äh, ich glaube ja. Schon? Warum? Was, was da war? Tommy exakt das erzählt. Aber dass ihm das passiert ist, ne, dass er der Junge war, der ja, geschlafen hat. Dass ihm das hat. passiert ist, wo ich so gerade. Ja, ja, aber der das ist stimmt. nach Malle geflogen und das war ein älterer Mann und der ja. hat ein bisschen anders geredet als du, aber irgendwie dachte ich gerade so, lol. Ja, also ich, ich war relativ war, fit. Ich es war nicht einfach ich exakt die gleiche Situation. Ja. Und äh, ich war relativ fit, ich habe überhaupt nicht geschlafen, aber ähm, auf jeden Fall war das schon so, wo ich so dachte, okay. Du darfst ihn nicht nochmal berühren, weil sonst, sonst kommt der Arme hier gar nicht mehr zur Ruhe. <laughs> sonst kriegt er gleich einen Herzinfarkt. Aber es ist dann doch noch ein, zweimal passiert. Und jedes Mal war das wieder so ein richtig, so ein richtig krasses Zucken. Und er wurde so rausgerissen auf seinen Schlaf und war auf einmal so direkt Adrenalinspiegel ganz weit oben. Und, ähm, Krass. Und der war aber so müde, der ist innerhalb von zehn Minuten dann wieder eingepennt. Und, ähm, und dann wirklich so. Hat er sich auch mal so auf deine Schulter gelegt? Nee, das gar nicht. Wie gesagt, er war so super umgänglich okay. ansonsten. Ähm. Es war nicht Tommy Schmidt, der neben mir saß. <laughs> 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 ähm, Ey, das wäre so witzig, stell mal wenn vor. du das nicht gerafft hättest und er dich so als alten Mann mit so einem richtigen äh, Ruhrpott-Akzent nachgemacht hat, weil also in der Folge hat er das halt so nachgemacht. Ja, ja. Ich, saß ja, auch ja mal mit, ich saß ja auch mal mit Felix Lobrecht in einem Flugzeug. Und äh, das war dann auch in dem Da war da irgendwie so übelst krank. Und da dachte ich mir auch so, oh, zum Glück saß du nicht neben mir. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Keine auf jeden Fall, mhm. ähm, wo war ich jetzt? Genau. Der ist halt schon mehrfach aufges aufgeschreckt und ähm, hat mir richtig leid getan. Und dann läuft so, mhm. sagen wir mal, so 40 Minuten vor Landung, läuft so ein Kind auf einmal den Gang entlang. Und ich sehe das schon so, wie das da vorne so anfängt zu rennen. Und dachte mir so, um Gottes Willen, bitte bleib stehen, bevor du bei uns bist, weil, wenn du diesen Typen jetzt hier streifst, der kriegt den Schock seines Lebens. <laughs> Und dieses Kind rennt natürlich an ihm vorbei, streift ihm übelst an der Schulter. Und dieser Typ, Julia. Der zuckt, der hat gestanden vor, vor, Erschre vor Erschrecken, der ist so Nein. krank hochgefahren dann, weil der natürlich wieder übelst gepennt hat, der war gerade wieder in der remphase dann rennt dieses <laughs> Kind vorbei, streift ihn und der zuckt auf, steht so auf und weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist, hat nicht verstanden, welches Jahrhundert wir gerade haben und ist so, Hä? wirklich so, als, als wäre er gerade irgendwo in einer Situation, wo es um Leben und Tod geht. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Aber war. war der nicht angeschnallt? Oder ist er so hochgesprungen und wurde dann von seinem Kurz so festgehalten? Ja, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Der ist auf jeden Fall so richtig, <laughs> richtig weit oben gewesen. Ach du Scheiße, ja. witzig. Ja, vielleicht hat er gerade einen richtig krassen Traum gehabt, wo er so eine Verfolgungsjagd hatte oder so. Ich glaube, das. Oder sich versteckt hat unterm Bett vor einem, vor einem Einbrecher. Wahrscheinlich. Oder er ist halt generell einfach eine ziemlich schreckhafte Person. Ich glaube, mir wird es ähnlich das gehen. Das kann auch sein. Ich bin, glaube ich, auch so jemand, der so in so einer Situation. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Gerade wenn ich so alleine fliege, ist ja dann auch nochmal was anderes. Man fühlt sich nicht ganz so wohl schon von vornherein und dann. Ja, und dann kommt mhm. da andauernd irgendjemand berührt dich die ganze Zeit. oder oh, der Arme, der hat mir richtig leid getan. Der hat auf jeden Fall den Schreck Ach, seines Lebens. Naja, so, das sind meine Flugzeugstories gewesen. Ich habe noch eine Story von letzter Woche, bevor wir losgeflogen sind. Die war sehr weird. Oh, okay. Wir waren nämlich bei uns in der. Ey, ich ich liebe die Folge heute. Ich kann einfach nur zuhören. Das ist, das ist einfach super. Finde ich ja. ganz entspannend. Aber wir haben jetzt schon so viele Folgen keine Scheiße mehr äh, besprochen, die passiert ist. Deswegen, ich muss das jetzt alles nachholen, weißt du? Es tut mir leid, dass ich ja, hier heute ein bisschen ja. mehr reden muss. Ey, super gerne. Ich höre super <laughs> gern zu erzähl mir mehr. Letzte Woche, wir waren mit Poppy ähm, spazieren in unserer Siedlung einfach und normalerweise gehen wir direkt auf, auf den Feldweg, aber diesmal meinte ich so, ja, lass mal so ein bisschen hier durch die, so, durch die Straßen gehen. Ich war ja noch nie, weil bei uns ist super viel auch so Spielstraße, kommt kaum ein Auto vorbei, völlig entspannt. Und auf einen Schlag kommt um die Ecke so ein Typ, der so ein bisschen, also der sah schon ziemlich wasted aus. Also, der war höchstwahrscheinlich auch stark alkoholisiert. Ähm, mhm. Einfach so ein ziemlich zerlodderter Typ. Ecke, Kommt er um e so um die ja. Ecke gefahren auf dem Fahrrad. Und ich dachte erst, ich sehe nicht richtig, aber der hatte seine Hose komplett unter seiner Hüfte, also unter seinem Arsch. Die hing so an den Knien. Und er saß mit nacktem Arsch auf dem Fahrrad und hat uns so angegrinst. <laughs> und ist so an uns vorbeigefahren, einfach und man hat komplett alles ab quasi über dem Arsch gesehen. Willst du mich gerade verarschen? Ja, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, Julia. Aber der ist einfach an Also, uns. der hatte seine Hose literally am Oberschenkel hängen. Genau. Und man hat sein, er saß mit seinem nackten Arsch auf dem Sattel genau. und der, hat seine Arschritze quasi in den Sattel rein Genau, die Arschritze und hat sich richtig. Schniedel hing vorne am Fahrrad. Genau. Oder was? Die Arschritze hat sich so man richtig hat alles reingefressen gesehen. in den Sattel. Iiii. Ja. Was zur Hölle? Ja. Der kann doch nicht einfach nackt, nackt fahren. Ja, ich glaube, der war halt einfach so richtig alkoholisiert und hat nicht mehr gewusst, was er da macht. Vielleicht hat er nicht mehr gemerkt, dass er die Hose nicht richtig oben hatte. Aber wirklich, sie war unterm Arsch. Ich übertreibe nicht. Sie war, der Arsch war zu 100% frei. Also du konntest seinen Schniepi sehen. Nee, den Schneepi nicht, weil ich habe ihn von hinten gesehen. Aber ich konnte seinen Arsch 100% oh. sehen. Ach du Kacke. Oh ja. nein, der Arme. Ja. Eigentlich nicht lustig, aber andererseits, also Leute. Also je nachdem, was mit ihm war, ich weiß bitte es ja nicht Bitte trinkt aber nicht zu diesem Punkt. Also generell, Alkohol ist, ist niemals eine gute Sache. Aber wenn ihr Alkohol trinkt, bitte trinkt nicht zu dem Punkt, dass ihr nicht mehr merkt, ob ihr eure Hose das unten oder oben <laughs> habt. So sorry. Das, kann, das darf nicht passieren. Oh Gott, ja. Vor allen Dingen darf man dann in dem Zustand auch wirklich kein Fahrrad mehr fahren. Das außerdem stimmt. Das außerdem. <laughs> Dann verliert er seinen Führerschein. Das ist ja auch krass. Wenn du mit dem Fahrrad einen Fehler machst im Straßenverkehr, verlierst du deinen Autoführerschein. Das ist krass, ne? Mm, das ist Wenn du krass. mit dem Fahrrad über eine rote Ampel fährst, dann musst du deinen Führerschein abgeben. Das ist und schon Punkt. Das ist schon doll. Das finde ich auch krass. Ist dir das schon aber mal andererseits, nee, ist es nicht. Aber äh, andererseits, das ist aber jemandem schon mal passiert, den ich kenne, in der Probezeit. Der hatte gerade seinen Führerschein gemacht und ist mit dem Fahrrad über eine Ampel gefahren und dann musste der einfach seinen scheiß Führerschein wieder abgeben. Aua, das ist schon kacke. Sein seinen Autoführerschein und hatte äh, vier Jahre Probeze Probezeit dann statt zwei. Wegen dem Fahrrad. Das ist, schon, das ist krass. schon krass. Aber ist das als Fußgänger auch so? Wenn du jetzt als, als Fußgänger über eine rote Ampel gehst und die Polizei sieht das, musst du dann auch deinen Führerschein abgeben oder ist das dann was anderes, weil du auf nichts gefahren das, bist? Das weiß ich nicht. Es kann auch sein, aber ich weiß es nicht. Da, da bin ich mir nicht sicher. Aber okay. beim Fahrrad ist es auf jeden Fall so, dass es dann auf deinen Führerschein geht. Das finde ich echt krass. Aber andererseits macht es ja auch Sinn, weil ob du jetzt am Fahrrad sitzt oder im Auto, gilt ja die gleiche Regel. Ja, ja, ja. Das ist schon verrückt. Trotzdem krass irgendwie. Also ich fand es heftig. Ja. Na gut, Julia. Wenn wir schon bei sowas sind, wir kommen zum Follow-up. Boah, ich bin richtig am Moderator dieser, dieser Folge, merke ich gerade. Ich habe so viel zu erzählen. Ja, ist doch super. Ja, aber ich muss ja einige Sachen noch mit dir besprechen äh, aus der vorherigen Folge, weil wir haben ja ganz schön viele Fässer aufgemacht. Ja. Und zwar, ja, natürlich stimmt. war das größte Fass Leitungswasser in deutschen Restaurants zu bestellen. <lacht> <lacht> Ey, mir ja. haben so unglaublich viele Menschen geschrieben, wie die das, äh, wie, wie die das handhaben. Also einmal Menschen, die das schon mal bestellt haben in einem Restaurant in Deutschland und andererseits ja. auch ganz viele KellnerInnen, die, ähm, ja. die, die halt wissen, wie das so abläuft. Und so ziemlich 80 Prozent der Menschen, egal ob das jetzt Gäste oder, ähm, oder Leute waren, die dort gearbeitet haben, haben gesagt, dass. Ähm, das erstmal komplett unüblich ist in Deutschland, dass man schräg angeguckt wird, mhm. Leitungswasser zu, wenn man Leitungswasser bestellt, und dass auch meistens eine Gebühr dafür verlangt wird. Du zahlst ja. in den meisten Fällen sogar genauso viel, wie, wie du. Also in den meisten Fällen ähm, bestellst du Leitungswasser und es kommt dann einfach eine Flasche stilles Na, Wasser eine an. Eine Flasche Wasser. Ja. ja. Und manche, die Weil geben das halt dir nicht angeboten wird. Ja. Und manche geben dir dann ähm, ähm, wirklich Leitungswasser, so ein Glas. Und verlangen dann aber eine Gebühr von einem Euro oder sowas. Das ist schon mhm. es ist Ja, schon das war absurd. doch das, was ich auch mal hatte. Ich habe doch mal, äh, ich habe irgendwann mal ein Glas Leitungswasser äh, bestellt und dann musste ich 50 Cent zahlen für so ein 250 Milliliter Leitungswasserglas. Ja. So. Aber andererseits verstehe ich es auch, weil... Kannst du ja nicht bringen, dass du dann einfach sagst, äh, ich will nur Leitungswasser und möchte das hier gerne umsonst haben. Wovon sollen die denn irgendwann leben? Getränke. Das ist auch was, was total viele geschrieben haben, dass halt die Restaurants super viel auch einfach an den Getränken verdienen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern funktioniert, dass die trotzdem quasi genug äh, Geld verdienen, aber grundsätzlich kann ich es nachvollziehen, dass die in Deutschland sagen: Ja, geht halt nicht. Ja. Irgendwie schon, aber dann denke ich mir so. Es ist fucking Leitungswasser und ich wasche mir damit die Hände und trotzdem weiß ich, dass es eine bessere Qualität hat als abgefülltes stilles Wasser. Wieso kann ich mir damit kostenlos die Hände waschen, aber dann aber nicht trinken? Das ist, alles, das ist irgendwie dann auch so ein Paradoxon, weißt du? Ja, aber sie müssen ja, das ist ja genau das Ding, die müssen halt ja Geld verdienen und Geld verdienen tun sie ja eher an den Getränken, als dass du dir ja einmal die Hände wäscht. Ja. ja, aber dann ist die Frage, wie funktioniert das in den USA dann so gut? Wie kann das sein? Obwohl in den USA ja sogar ja, alles Ahnung. refillable ist. Da ist ja so, überall kannst du dir ja deinen Cup dann einfach wieder auffüllen mit deinen Softdrinks. Ähm, also mhm. da verstehe ich noch weniger, wie die dann Geld damit verdienen. Hier zahlt es ja wenigstens für jedes Glas. Cola, was du bestellst oder so. Vielleicht ist es einfach direkt teurer da oder da ist einfach generell alles günstiger, weil die sich ja auch nicht so für. Ähm, obwohl, ist das in Deutschland so super? Also in den USA ist es auf jeden Nein, Fall nee, so, dass nee. du deutlich mehr Tipp bezahlen musst, also Trinkgeld geben musst, damit. Aber das ist ja dann auch wieder, hat ja wieder was mit der Bezahlung der Kellner zu tun, KellnerInnen. Ja, ja. Ähm, aber ja. egal, ich habe eine DM von Edda bekommen, die will ich noch schnell zu dem Thema vorlesen. Ich arbeite in einem Alright. Restaurant, wir dürfen das rechtlich gesehen nicht also Leitungswasser rausgeben, haben aber einen Tank mhm. mit gefiltertem Wasser, mit dem wir Saftschollen und so weiter machen. Wenn aber nur Wasser bestellt wird, gehen die 0, 7, geht die 0,5 Liter Flasche für 5,20 Euro raus. Joey, ich glaube, dass es sogar wirklich einen äh, guten Grund dafür gibt. Ich habe irgendwann mal in so einer ähm, Restaurantsendung oder sowas gesehen, dass du, ähm, da musst du mal drauf achten, das machen die tatsächlich, ähm, Flaschen. Darfst du erst öffnen, wenn du vor dem Gast stehst. Deswegen, die machen die äh, so eine Wasserflasche oder eine Colaflasche oder so, machen die immer erst vor einem auf und mm. nicht davor, wegen irgendeinem Hygienegesetz. Und vielleicht liegt es daran, dass äh, vielleicht machen die deshalb halt auch nur Wasserflaschen, ich behaupte, äh, die ich, halt noch geschlossen sind, ja. weil das irgendwie so ein Hygieneding ist oder so. Klingt plausibel, ich behaupte aber, ich habe schon sehr, sehr oft einfach so ein Glas Cola bekommen wo nicht vor meinen Augen die Flasche aufgemacht wurde und es reingefüllt wurde. Ja, der das Argument macht irgendwie dann auch wieder keinen Sinn bei so Saftschollen und so, weil da kriegst du ja wirklich immer nur ein Glas. Eben. Aber bei so Flaschen ist das eigentlich die Regel, soweit ich also weiß. Also ich weiß nicht, naja. ob, wie das rechtlich genau ist. Ich weiß nicht, ob ich Edda zu 100% glauben soll. Aber irgendwie, irgendwie ist das für mich ein Mysterium. Scheiß Leitungswasser. Aber hier in, ähm, in Portugal ist es anscheinend auch nicht so ein Thema, Leitungswasser zu bekommen. Also hier wurde uns auch noch nie ja. eine Karaffe hingestellt und gestern haben wir eine Flasche Wasser einfach nur bestellt und dann kam auch eine abgefüllte Flasche. Also. Vielleicht ist es doch gar ja. nicht so üblich, wie ich das letzte Woche ausgedrückt habe, dass man überall außer in Deutschland Leitungswasser bekommt. Ja, ich glaube auch. Aber grundsätzlich ist das schon an vielen Orten so. Ja, das das stimmt, stimmt schon. In Paris war das auch die ganze Zeit so, als wir da waren. Ja. Okay, ich habe einen letzten Follow-up zum Thema Deutsche Bahn. Ich will eigentlich nicht weiter... Deutsche Bahn? Ja, wir haben doch über Deutsche Bahn geredet, wie unglaublich teuer das ist in der letzten Folge. Und dass es das nicht Ach, verhältnismäßig ja, ist. Ja, ja. und... Ähm, es kriegen hat, wir jetzt Ärger? Nee, wir kriegen keinen Ärger, aber es hat so perfekt gepasst, dass Wolfgang mir einen unglaublich absurden Fall zur Deutschen Bahn genannt hat, äh, vor ein paar Tagen. Hm. Und zwar muss er nächsten Monat mit vier anderen Kollegen geschäftlich mit der Bahn nach München fahren. Und ähm, Boah, bei, denen in, der, Spaß, bei denen in der Arbeit ist es immer erste Klasse. Also, die müssen sich quasi ähm, vom, Arbeit, ähm, vom Arbeitgeber vorausgesetzt ähm, eine, ein erste Klasse-Ticket ähm, buchen. Und ähm, sie. Die Armen! Ja, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und. Ähm, <laughs> Sie haben einen... Aber der Arbeitgeber bezahlt das auch, oder? Der nicht? Arbeitgeber bezahlt das, ja, ja. Aber die müssen das halt selber okay. quasi im, 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 bei der Arbeit Im halt machen. Die sagen so, sorry, also ihr müsst erste Klasse fahren, <laughs> sonst dürft ihr nicht bei uns arbeiten. Aber bezahlen tun wir es halt nicht. Das wäre richtig asozial. <laughs> Auf jeden Fall. Ja. Also für fünf Personen ein erste Klasse-Ticket von, von Köln nach München. Und dazu mhm. ist auch noch wichtig zu sagen, es ist Flexpreis. Das heißt, an dem äh, Hinfahrttag oh. und an dem Rückfahrttag können Sie mit jedem Zug fahren, mit dem Sie wollen. Ähm, ja. so und jetzt möchte ich mal bitte von dir eine Schätzung wissen, wie viel für fünf Personen das gekostet hat. Für fünf Personen hin und zurück? Ja, Köln-München-Flexpreis. Okay, ich sage pro Person 300 Euro. Also fünf mal drei sind 1500 Euro. Ja. Logst du ein? Ja. Okay, ich sag mal so, reicht nicht. Mehr? Darfst du neue Schätzung abgeben? Nein. Ja. Wie viel sind's? Aber nicht mehr als 2000, du, oder? Du hast noch eine Chance. Du hast eine Chance. Sag noch mal. Okay, also ich krieg ja auch manchmal erste Klasse-Tickets gebucht und dann sehe ich auch immer die Preise und krieg immer äh, meine Kinnlade fällt immer runter, weil ich mir so denke, what the fuck, Alter. Ja. Ähm, aber mehr als 300? Obwohl, von Köln nach München ist auch immer extra teuer, ne? Ist das ja, so? Ja, gut, dann sage ich 500, 500 pro Person. 250 pro Ticket. Okay. F Ach ja, okay, also insgesamt. 5 mal 5 sind. Äh, 25, also 2500 <laughs> 25. Euro. 25. Ja. Nee, reicht immer noch nicht, Joja. Nein, <laughs> <Das> willst <wird's lacht> mich verarschen? So krank einfach. Es ist so krank. Das ist nicht dein Ernst. Also, erste Klasse hin und Rückfahrt. Köln-München Flexpreis kostet für 5 Personen 3200 Euro. Das ist doch so krank absurd, oder? Vor allem für nächsten Monat, also in vier Wochen. Also knapp sechs, 600 Euro pro Person? 6 äh, mal 5 sind 30, also 30. sogar noch ein bisschen mehr als 600 Euro. Ja, mehr als 5. Alter. Das ist richtig krass. Es ist richtig krass. Vor allen Dingen früh gebucht ja sogar. Ne? Ja, das ist. Nicht es mal ja. irgendwie einen Tag vorher. Ich will gar nicht wissen, wie das für in einer Woche kosten würde. Zahlst du 10.000 Euro dafür, mal ganz schnell. Ähm, und das Lustige .200 Euro. ist. Wolfgang hat das halt alles buchen müssen und er hat dann so, weil er das halt auch so absurd fand, hat dann einfach mal geschaut, wie viel das Äquivalent mhm. zur Business Class bei der Lufthansa kosten würde. Von, Ach, Business Class, okay, ja. Also weil es ja auch erste Klasse äquivalent wäre Business Class von Köln nach mhm. München bei der Lufthansa. Warte mal, wie viel das kosten ja. würde. 300 Euro. Auf jeden Fall kostet es äh, 300 Euro weniger als bei der Deutschen Bahn. Nein. Ja. Also wirklich kostet es anstatt 600 Euro die Tickets, kostet dann die beiden Flüge 300 Euro? Äh, also ich, ich, ich habe ich hab jetzt keine Lust hier Mathe zu machen, aber anstatt 3200 insgesamt kostet es bei der äh, Lufthansa 2900 Euro Business Class. Ach so, insgesamt 300 Euro weniger. Ja, ja okay. Ja. Ja, crazy. Aber das man muss dazu irre. sagen, ist jetzt nicht 100% äquivalent, weil bei der, bei, beim Flug hast du ja nicht den Flex, den, die Flexmöglichkeit. Da bist du ja quasi auf, das, auf den Flug ja, angewiesen. Das aber meistens kannst du auch gebührenlos bei der Business Class umbuchen. Also ist aber so ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand. Ja, krass. Also da muss man sich aber wirklich mal überlegen, das kann doch nicht wahr sein. Also Deutsche Bahn, ja, falls du das hörst, dieser eine Zug damit gehören. Bitte mach da mal was, geht so nicht. Ja. Es <laughs> geht nicht. Das ist echt verrückt, ey. Ja. So, und Julia. 600 Euro. Die Leute haben das ja nicht mitbekommen. Da hätten die ja besser. Sorry, aber da hätten die ja sich einfach zu fünft ein äh, großes Auto holen können, dann hätten die wahrscheinlich für Sprit 400 Euro bezahlt. Insgesamt statt 3500. Ja, Auto wäre auf jeden Fall die günstigste Möglichkeit gewesen, da hinzukommen. Crazy. Naja, egal. Ja. Whatever. Ja. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, weil wir haben schon zweimal abgesetzt, weil als Kamera andauernd überhitzt, <laughs> Leute. Ja, es tut mir leid, ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde. Echt jetzt? Zehn. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ist noch ein bisschen Zeit für knackige Fragen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und ich habe mir überlegt, ich mache äh, so eine kleine Urlaubs-Edition der knackigen Fragen. <laughs> Weil du ja gerade im Urlaub bist. Und wir haben ja letztens schon mal darüber gesprochen, dass ähm, ich so voll viele erste Male und erste Sachen von dir gar nicht weiß. Oh Gott. So dein erstes Auto, dein erster Job. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, wo warst denn du das erste Mal in deinem Leben im Urlaub? Boah, will das ist voll prollmäßig, kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> in Dubai. Nein, Spaß. Nein. <laughs> Oh Mein Gott, Joey, wenn du jetzt wirklich, wenn das jetzt ernst gewesen wäre, ne, dann hätte ich mir jetzt vergraben. <laughs> ja, aber es ist jetzt schon nicht so relatable tatsächlich. Noch? Es ist wirklich gar nicht relatable. Ich bin was. Ja, dafür ist meins relatable. Ich bin was Urlaub angeht wirklich ein kleines, verwöhntes Scheißkind, schon immer gewesen. Mein Papa ist ja auch okay. Mein Papa ist ja Landwirt. Sprich, der ist den ganzen Sommer über am busiesten mit Ernte einfach. Der sitzt den ganzen Sommer, wenn es geil in Deutschland ist, sitzt er im Mähdrescher und mäht seine Felder. So und deswegen kann mhm. der sich quasi nie wirklich so richtig Zeit für Urlaub nehmen, außer im Winter, wenn wirklich das Wachstum der Pflanzen zu 100% stehen geblieben ist. So, dann hat er so ja. zwei, drei Monate, wo es relativ ruhig ist, wo er sich auch mal zwei Wochen Urlaub gönnen kann. So. Joey, du musst das ja auch nicht so erklären, das ist ja auch okay. Nee, ich muss das, ja, also ich muss das schon so ein bisschen erklären. Deswegen okay. sind wir von Anfang an, weil meine Eltern so gar nicht irgendwie so Winterurlaubsmenschen sind, sind wir mhm. seitdem meine eltern mit mir in urlaub fliegen sind wir immer ins warme geflogen und das gibt es halt in europa nicht ähm, im winter und deswegen mussten wir halt weiter weg und deswegen sind wir so ziemlich seit ich drei war in die karibik geflogen und mein erster, mein erster urlaub war dominikanische republik im All-inclusive Resort. Tschüss. Ja, ist halt so. Was soll ich denn machen? Ah. Ich will also... Das ist doch vollkommen okay. Ja. Joe, ich freue mich doch auch für dich. Wenigstens bin ich ehrlich. Ja, ich will da auch unbedingt mal hin. Ist das schön, Dominikanische Republik? Ja. Ich finde, es ist, ähm, so ein, es ist halt, wenn du wirklich mal so einen Ressorturlaub machen willst, wenn du so also reine Erholung haben willst und nicht wirklich was machen willst, außer den ganzen Tag fressen und saufen, dann... <laughs> Muss man sich halt auch überlegen, ob das ein 10-Stunden-Flug wert ist. Ähm, ja. Aber ich finde, das Land hat nicht, hat so kulturell als auch so, was, was Natur angeht, so viel zu bieten. Also da, ich würde selber nicht mehr hinfliegen wollen, weil es einfach Länder gibt, okay. wo sich das mehr lohnt. Aber ich bin ja inzwischen auch eher so ein, so jemand, der auch wirklich dann viel sehen will und so weiter und viel da so rumkraxeln will überall. Und, ja, aber schön nee, sieht's da aus. Wahrscheinlich ist auch nicht so geil. Es hören. hat auf jeden Fall so, was Strände zum Baden angeht, ist das Premium as Fuck. Mhm. No. Na gut. No. Ja, also mein erster Urlaub war, glaube ich, an der Nordsee. <laughs> Herzlich willkommen in der Mittelschicht. Oh Gott, Hilfe! Ja, und mein zwei, also das war, glaube ich, mein erster, aber den, den kann ich mich gar nicht erinnern. Da war ich ein ganz kleines Baby. Und als ich drei war, glaube ich, da sind wir nach Mallorca geflogen. Mm. Das fand ich klasse. Ja, das ist schon krass. Boah, ich komme so unsympathisch rüber jetzt, ne? Durch, durch. Aber Leute, ich kann ja nichts dafür. Blame meine Eltern, ganz ehrlich. <laughs> Hä, das ist doch auch nicht schlimm, ist doch schön, dass ihr das machen könnt. Das ist doch cool. Ja. So, okay. Warte, Nordsee, warte, Nordsee. Aber ihr aber ihr ja, seid weiß, ja auch aber, aber, aber ihr seid ja auch so eine Familie, ihr macht so viel so in Europa Urlaub, ne? Ihr seid so viel auch an der an der an der in, in Deutschland unterwegs und sowas, oder? Ja, also das Ding ist, meine Mama steht halt gar nicht auf Fliegen. Also, die fliegt nicht gerne und ähm die ist auch wirklich so, die mag Nordsee total gerne. Nordsee, Ostsee, das alles da oben. Ja, weil sie halt noch nirgendwo anders war. Scheiße. Die alte. Nee, das stimmt nicht. Aber wir haben irgendwann, äh, also wir sind noch nie außerhalb von Europa äh, in Urlaub geflogen, als Crazy. Familie. Weil meine Mama auch gar nicht so weit weg will. Und wir sind auch ganz oft früher mit dem Auto äh, irgendwie nach Spanien oder Kroatien oder so gefahren. Also wir waren wirklich ganz oft äh, so, dass wir 16 bis 20 Stunden im Auto saßen und mein Papa durchgedüst ist. Das haben wir echt ganz oft heftig. gemacht. Weil meine ja. Mama nicht gerne fliegt und äh, weil es halt auch praktisch war, dann ein Auto da zu haben und sowas. Und das ist echt cool, war ja. auch dann irgendwie am, am günstigsten oder so, glaube ich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und irgendwann war es dann so, dass wir, ähm, dass wir so den Kompromiss gemacht haben. Äh, dass wir abwechselnd jedes Jahr, also wir sind auch immer nur einmal im Jahr in Urlaub äh, gefahren oder geflogen, dass äh, abwechselnd ähm, geflogen und gefahren wird. Okay. Und deswegen sind wir manchmal dann, also ein Jahr auf Sylt, dann das nächste Jahr auf in Griechenland, dann wieder, ja, 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 verstehe. keine Ahnung, Nein, dann wieder man muss, Mallorca, man muss irgendwie ja sowas. Ich muss wirklich dazu sagen, wenn es jetzt nicht so ist wie bei meinen Eltern, die wirklich nur im Winter weg können und dann aber auch mal ein paar Sonnenstrahlen abbekommen wollen, dann ist es ja auch einfach, es gibt so unglaublich schöne Ecken in Europa und selbst in Deutschland ja allein. Ja, voll. Es ist eigentlich wirklich nicht notwendig, um die halbe Welt zu jetten, äh, um, um, um krasse Sachen zu sehen. Also auch klar, ich bin jetzt auch geflogen ja, hier nach Portugal. Im Sommer aber allein das nicht. hier, das sieht so verrückt hier aus. Es, ist, es fühlt sich an, als wäre ich am anderen Ende der Welt. Dabei ist es halt Immer noch unser Kontinent. Es ist immer noch unsere EU. Ja. Es ist immer noch. Ja, man muss nicht so weit. Es ist <laughs> unsere EU, da wo unsere wir EU. uns heimisch fühlen. <laughs> Ach du Scheiße. Ja, das ist ja auch das, das Ding, was, was ich mit Mallorca zum Beispiel habe. Mallorca ist so unfassbar schön. Die ja. meisten, die da noch nie waren, die, die kennen das halt nur so ballermann-mäßig und denken, das ist nur so eine asoziale Partymeile. Nein, Mann, das ist so schön da. Ja, voll. Es gibt so krasse Buchten und Orte ist der Wahnsinn. Ich liebe Malle. Ja. Malle ist der Hit. Ja, kann ich bestätigen. Es ist wirklich eine wunderschöne Insel. Aber bitte ja. fliegt da nicht vor Mai hin, weil ich war im März dort letztes Jahr und es war <laughs> absolut am Arsch. Es hat wirklich eine Woche lang durchgeregnet <laughs> und es war eiskalt und die haben ja dort keine Heizung so richtig. Die frieren ja dann einfach mhm. im Winter so ein bisschen und machen dann ab und zu einen Kamin, wenn es ganz kalt ist. Und es war gar nicht geil. Wirklich, es war so schlimm. <laughs> Das ist auch echt krass, dass sie da keine Heizung haben. Das ist genau wie, da haben wir vorhin äh, noch drüber geredet, bevor wir den Podcast gestartet haben. In Deutschland haben wir alle eine Heizung, aber keine Klimaanlage, obwohl es im Sommer eigentlich bullenheiß ist. Ja. Ähm aber auf Mallorca ist es ja auch im Winter kalt und die haben dann aber keine Heizung. Es ist, ist halt nicht so richtig kalt und deswegen denken die so: Ja, diese paar Wochen, wo es da mal richtig kalt ist, dann können wir ja einen Kamin anmachen. Und wir denken uns so: Ja, diese mhm. paar Tage, wo es so richtig heiß ist, naja, meine Güte, dafür extra eine Klimaanlage einbauen, ist doch auch Quatsch. Ja. Well, okay, Joey. Wohin ging denn dann der erste Urlaub ohne deine Eltern? Oha, der erste Urlaub ohne meine Eltern? Ja. Oha, voll spannend. Krass, dass du dann sowas Ja. Hast. Das ist echt cool. Der erste Urlaub ohne meine Eltern. Ich zählt auf Ferienlager, weil im Ferienlager war ich richtig oft als Kind. Hm, Ferienlager weiß ich nicht. Meinst du so Rufreisen und so ein Kram oder was? Ja, quasi. So halt wirklich so mit, mit ich bin glaube ich schon mit acht Jahren das erste Mal im Ferienlager gewesen für drei Wochen. Echt? Oh mein Gott! Ja. Krass, ich war nie im Ferienlager. Also ich bin nie auf so ein Rufreisen oder sowas gefahren. Hab ich nie gemacht. Krass. Also bei mir war wirklich der erste Urlaub alleine dann wirklich alleine mit 18 mit meinen Freundinnen. Okay, aber dann noch direkt nach Thailand, oder? War das nicht so? Ja, dann auch direkt <laughs> nach Thailand. <laughs> ja, wir wollten einfach mal was, äh, was krasses machen und ja, was krasses okay. erleben. Und dann haben wir gesagt, wir, wir fliegen jetzt drei Wochen nach Thailand. Thailand ist auch mein absolutes Lieblingsland. Also es gibt kein Land, wo ja, ich irgendwie so wo, Ich hab's auch sehr geliebt. Wo ich so sehr mein Herz verloren habe. Ich liebe das komplett. Ich gucke auch gerade hier dieses ähm, auf RTL Plus. Ich bin jetzt wieder so ein richtiger, ähm, richtiger Asi TV, so ein richtiger schl sch schlimmes, schlimmes formate gucker <laughs> was denn? Goodbye Deutschland Thailand Edition? Nein, oder was? Die, neue, die neue Show hier, diese schwule neue Show, Charming Boys, ist jetzt draußen und die spielt in Thailand. Ah, ist das quasi so eine, das ähm, so eine Dating-Show, dass, dass alle sich daten können genau. und nicht. Es ähm, ist nicht mehr nicht, so bachelor Genau. Es, ist, es gibt nicht mehr nur so diesen einen Prinzen und alle müssen sich ihm so anbiedern, sondern es gibt jetzt einfach ja. so: man muss einfach sich verkappeln, so Love Island-mäßig. Ähm, uh, und das ist cool. Das macht auch viel mehr Sinn, irgendwie. Ja, gerade bei Schwulen macht ich. das viel mehr Sinn. Weil ja. <laughs> Ohne wenn jetzt über, Also wenn eh ja doch ist ja so ich habe mich das die ganze zeit gefragt auch bei, also bei prince charming und bei princess charming macht es ja wirklich überhaupt keinen sinn dass um eine person gebuhlt werden soll ja. weil die untereinander die können sich ja auch verlieben ja als ist ob ja jeder schwule irgendwie. auf jeden mann steht Julia. Hä? aber ne ja eben nicht ja so von wegen die können aber ja alle mit allen aber nee also Nein, ich weiß was du meinst sie, da kann es ja genauso passieren dass die sich untereinander verlieben meinst ja, genau. deswegen ist es halt so bekloppt dann an einen ja egal ja nee aber wirklich ich dachte mir das von Anfang an dass ich das, dass ich das voll dumm fand dass die die erste schwule Dating Show machen und dann müssen die das so aufziehen wie beim Bachelor anstatt die einfach sagen ja. so hier ihr werdet jetzt alle in so eine Villa gesteckt und jetzt guck mal mal wer sich verliebt das ist doch viel cooler weil dann so ja. wirklich, da kann viel mehr echtes entstehen irgendwie und ich habe jetzt, die erste ja, Folge voll. ist nur draußen und ja, es ist jetzt hier irgendwie, es ist keine bezahlte Werbung, Leute, aber ich muss sagen, es ist schon cool. Ist, mir hat es total gefallen. Ja, ja ich fand es richtig cool. Geil, vielleicht gucke ich es auch. Man muss ich auch mal angucken. Naja, ja, was wollte ich mal. sagen? Das spielt in Thailand auf Kosamui. Und da... Ähm, oh, geil. Ja, und das ist auch schon so, ist so eine schöne Insel dort. Lieb's komplett. Da habe ich so richtig wieder ja. so, so Joy. Und was war, jetzt, was war jetzt dein erster Urlaub? Naja, also wenn wir jetzt wirklich sagen, Ferienlager zählt, dann war das irgendwo in Sachsen, so ein alles, so ein Wald, so eine Jugendherberge, wo ich für drei nee, Wochen. Komm, war. komm, das zählt nicht. Nein, nein, das zählt nicht. Dein erster richtiger Urlaub alleine, den du mit wem auch immer äh, alleine gebucht hast. Kein Ferienlager. Ich glaube. Oh, nur meine Eltern. Ich, mir fällt kein anderer ein, außer mit, ähm, mit Emilie, mit meiner braunhaarigen Kollegin, ähm, bin ich 2018 für zehn Tage nach Gran Canaria geflogen. Cool. Ja. Und da haben wir, so, ja, haben wir so Freundeurlaub gemacht eben. Schön. Ja. Das klingt super. Ja. Ich will auch mal Freundeurlaub mit dir machen, Joey. Hey, wir haben doch letztes, letztes Jahr erst Freundeurlaub gemacht. Und zu Silvester haben wir ja. schon wieder Freundeurlaub gemacht. Stimmt auch wieder. Obwohl, Aber da waren ja immer Wolf hier. Ja, Oder da waren Mati, ja unsere Mati, Mati nervigen Partner dabei. dabei. Ja, das ist ja einfach nicht dasselbe. Weißt ja, das du? stimmt. So für die richtigen Gespräche ja. war halt keine Zeit und kein, kein Raum da, ne? Genau, ja. das geht halt nicht. <laughs> naja, vielleicht habe ich ja in den nächsten zwei Jahren mal Zeit. Ja, genau. Ja, wir müssen ja. <laughs> nach eh noch, unserem Partyurlaub. Wir müssen ja dann. eh noch zusammen nach Südkorea <laughs> fliegen. Das steht immer noch auf der Liste, Julia. Ja, oh, unbedingt. Ja. Toll wäre das. Das wäre echt ja. schön. Ähm, Julia, ich glaube, wir müssen langsam mal hier den Sack zudrehen. Oder wie das heißt? Ja. Ja, ich glaube, wir, nehm, wir nehmen schon viel zu lange auf. Mann, Wollen wir noch, noch so ja, coole komm. Fragen gehabt? Wollen wir noch eine Egal, Frage machen? Wo Doch. Ja, komm eine. Und zwar hast du mich ja letztens so auflaufen lassen mit der Baumkunde. Oh nein. Da dachte ich mir, komm, werden wir jetzt mal ein bisschen, äh, werden wir mal ein bisschen ähm, äh, nicht pädagogisch wertvoller, sondern intellektueller. Du weißt, was ich meine. Was meinst du? Genau, ja, was auch immer. Werden wir mal ein bisschen ähm, lehrreicher. Fragst du, so, mich lehrreicher. Jetzt, fragst du dich genau. jetzt aus, was es für, für Nagelarten gibt, die man sich auf seine Fingernägel machen kann? Nein, <laughs> nein, es hat auch was mit Reisen zu tun. Okay. Ähm, aber dadurch, dass du mir vorhin erzählt hast, dass du abends den Atlas liest, <laughs> als Einschlaflektüre dürfte das jetzt gar kein Problem für dich sein. Welche Länder grenzen an Deutschland im Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn. Ja, von oben nach unten zur Seite. Nach, also. Okay. Hast du. Von Norden nach. Hast du die Lösung auf dem Schirm? Ja. Okay. Dänemark. Fang oben an. Polen. Ja. ja oben ist Dänemark. Ja, dann ja kommt oben Ostsee. Ist Dänemark. Dann kommt Ostsee, dann ist Polen. Hm. Ja, genau. Dann kommt Tschechien. Mhm. Dann kommt auch schon Österreich. Mhm. Dann kommt die Schweiz. Ja. Dann kommt Frankreich. Ja. Dann kommt Luxemburg, dann kommt Belgien, ja. dann kommt Niederlande und das war's, oder? Ja! <laughs> ja, Julia, ich Krass. bin. Ich habe doch gesagt, ich bin gut in sowas. Geografie war eigentlich so ziemlich ja. neben Kunst mein Lieblingsfach. Ja, ich, hätt, ich hätte jetzt wahrscheinlich mindestens drei Fehler gemacht. Ich hätte Luxemburg wahrscheinlich äh, mit Belgien vertauscht oder vergessen oder so. Ich glaube, ich könnte dir sogar äh, die Länder sagen, die an, an Brasilien grenzen. Obwohl, das ist schon echt schwer. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht. <laughs> ja, gut, super. Du hast bestanden. Vielen Eins Dank. plus mit Sternchen. Dankeschön. Und damit können wir dann jetzt diese Folge beenden. Joe, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Urlaub. <laughs> Vielen Dank. Ja, ich wünsche dir uns eigentlich nächste Woche wieder. Wir sehen oder uns bist nächste Woche wieder. Wir sehen uns nächste Woche, weil wir ein neues Podcastcover aufnehmen, weil wir ja Einjähriges <laughs> haben und das wird supi. Oha, spoilern wir das jetzt? Ja, jetzt haben wir es gespoilert. Das ist das schlimm? Nee, oder? Nö, überhaupt nicht. Ich freue mich auch richtig drauf, weil unser Moodpick ist schon ziemlich cool. <laughs> also, das, was wir machen wollen, ist ziemlich cool. Egal. So, ich Leute, wir haben ein Fresse. Vision Board so. erstellt. Das ist das ganz, ja, was ganz besonderes. Wir sind super professional. <laughs> ganz genau. Ich wünsche dir auch noch einen ja. wunderschönen Tag. Ich wünsche dir eine gute Anreise nach Bayerisch Zell und einen ganz, Danke. ganz tollen Dreh für Frühling. Vielen Dank, lieber Josef. Ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub. Wir haben euch alle lieb, Leute. Wir hoffen, ihr habt eine tolle Woche. Ähm, und äh, wir sehen uns nächste Woche. Und wir sehen und wir sehen, sehen uns übernächste Woche, glaube ich. Ja. Oh, ja. Ja, stimmt. In wir Köln. sehen uns nächste Woche und wir sehen, sehen uns nächste Woche. Ja. Übernächste Ach, keine Ahnung, ja. das Rest ist. So, tschüss. Tschüss.